Und jetzt hat das Wort zur Abgabe einer Regierungserklärung die Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, üblicherweise beschäftigt sich der Europäische Rat im März immer mit der wirtschaftlichen Entwicklung und Lage in Europa. Das wird er auch in diesem Jahr tun, aber genauso wie beim Europäischen Rat im März vergangenen Jahres, als Europa ja am Beginn einer weltumspannenden Pandemie stand, deren Wucht uns damals alle völlig neu war und von ungeahntem Ausmaß, zeigt die Tatsache, dass wir wieder in digitalem Format tagen werden, dass die Pandemie leider bei weitem noch nicht überwunden ist. Die Fallzahlen steigen europaweit wieder rapide an. Ich ermuntere durchaus auch alle einmal zu schauen, was in unseren Nachbarländern so los ist, wenn wir über die Lage bei uns debattieren. Das zeigt, dass wir hier kein spezielles deutsches Phänomen beobachten, sondern dass wir doch sehr ähnliche Entwicklungen in ganz Europa haben. Die Zahlen steigen also europaweit wieder rapide an. Mehr als 500.000 Menschen haben in der Europäischen Union bislang ihr Leben verloren. Und der wirtschaftliche Schaden ist immens. Ich will daran erinnern, nicht ganz so weit zurück in der Geschichte, dass heute vor 14 Jahren, am 25. März 2007, wir in Berlin, auch unter deutscher Ratspräsidentschaft, im Zeughaus die Erklärung unterschrieben haben, die dann zum Lissabonner Vertrag geführt hat und damals bekannt haben, dass wir, die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, zu unserem Glück vereint sind. Und bei allen Beschwerlichkeiten glaube ich, dass sich in der Pandemie wieder gezeigt hat, dass es gut ist, dass wir diese Europäische Union haben. Denn wenn wir die protektionistischen Tendenzen und die Weltlage uns betrachten, dann glaube ich, war es richtig, dass wir in der deutschen Ratspräsidentschaft doch die Weichen gestellt haben im zweiten Halbjahr 2020 für wichtige gemeinsame europäische Vorgehensweisen. Das ist erstens ganz besonders auch für die wirtschaftliche Lage der Europäische Resilienzfonds, der Europäische Aufbaufonds. Das ist ein nie dagewesener Fonds und damit stellen die Mitgliedstaaten die Weichen für ein digitales, klimafreundliches und damit auch krisenfestes zukünftiges europäisches Wachstum. Hier im Deutschen Bundestag steht heute die wichtige Entscheidung über die Ratifizierung des Eigenmittelbeschlusses an. Und es wird noch einmal deutlich gesagt werden, dieser Aufbaufonds ist ein einmaliges, zeitlich und dem Zweck nach eng begrenztes Instrument. Aber es ist ein unabdingbarer, wie ich finde, Beitrag dazu, die Pandemie gemeinsam bewältigen zu können. Und deshalb bitte ich Sie für dieses zentrale Vorhaben auch um Ihre Unterstützung. Wir verhandeln in diesen Tagen mit der Kommission über die letzten Aspekte unseres nationalen Programms, was wir noch im April im Kabinett verabschieden werden. Und als zweiter Baustein haben wir natürlich auch in Europa große Fortschritte gemacht bei der Pandemiebekämpfung selbst. Europäische Forscherinnen und Forscher haben in Rekordzeit Impfstoffe gegen Covid-19-Erreger entwickelt. Und wir wissen bei allem, was noch zu tun ist, dass schon heute Millionen Bürgerinnen und Bürger, vor allen Dingen auch Ältere, vor schweren Krankheitsverläufen geschützt werden können, dass die Gründer von BioNTech, Frau Türeci und Herr Şahin, gerade vom Bundespräsidenten mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet wurden, erfüllt uns natürlich mit Freude, denn Deutschland hat zu dieser Impfstoffentwicklung einen wichtigen Beitrag geleistet. Und bei allen Beschwernissen, es war richtig, auf die gemeinsame Beschaffung und Zulassung von Impfstoffen durch die Europäische Union zu setzen. Wer jetzt sieht, dass selbst bei kleinen Unterschieden in den Verteilungen große Diskussionen ausbrechen, möchte ich mir überhaupt nicht vorstellen, wenn einige Mitgliedstaaten Impfstoffe hätten, andere nicht. Das würde den Binnenmarkt in seinen Grundfesten erschüttern. Und deshalb glaube ich, dass wir die Grundlagen gelegt haben, um diese größte Bewährungsprobe der Europäischen Union auch gut zu bestehen. Aber es ist noch viel zu tun und es gehört zu den Wahrheiten, dass diese Pandemie uns auch gezeigt hat, wo wir
schonungslos sozusagen analysieren müssen, wo unsere Schwächen liegen. Und das wird uns auch auf diesem Europäischen Rat beschäftigen, denn es wird um die Digitalisierung gehen, neben der Beschäftigung mit der Türkei und der Bekämpfung der Pandemie. Wir wissen, dass Europa in der Krise weder erstarren noch verharren darf, sondern dass wir die Herausforderungen annehmen müssen. Und da ist der digitale Wandel von zentraler Bedeutung. Und auch für Deutschland haben wir ja unsere Schwächen erkannt. Wir haben in einem gemeinsamen Brief mit den Ministerpräsidentinnen von Dänemark, Finnland und Estland einen eindringlichen Appell an die Kommission verfasst, dem sich inzwischen viele weitere EU-Staaten angeschlossen haben, dass Europa seine digitale Souveränität entschlossen umsetzt. Es geht hier ums Tempo. Es geht nicht nur um das Wie, sondern es geht auch um das Wann. Und dabei bedeutet digitale Souveränität nicht, dass wir alles alleine machen werden. Aber es bedeutet, dass Europa als Teil einer globalisierten Welt in einem freien und regelbasierten Markt seine Fähigkeiten und Kapazitäten zusammen mit seinen Partnern ausbauen muss und dass wir Antworten geben müssen auf die Frage, wo müssen wir besser werden, wo sind wir heute schon gut, wo bestehen risikoreiche Abhängigkeiten und wo wollen wir als letzte Option auch eigene europäische Kapazitäten aufbauen, um resilient zu sein. Und gerade im Bereich der Impfstoffe ist das ein Punkt, aber eben auch im Bereich der digitalen Souveränität. Und jetzt müssen Vorschläge erarbeitet werden, die das gesamte Instrumentarium des Binnenmarktes ausschöpfen, und zwar aus der Perspektive unseres Verständnisses einer menschlichen Wirtschaftsordnung, bei der der Mensch im Mittelpunkt steht. Es muss also um eine verantwortungsvolle und wertegeleitete europäische Digitalwirtschaft gehen, bei der wir sagen, wo wir eigene Akzente setzen wollen. Und insofern erwarten wir von der Kommission Vorschläge für die digitalen Identitäten und einen europäischen Rechtsrahmen für die künstliche Intelligenz und auch ein Regelungswerk für Online-Plattformen, wobei wir davon ausgehen, dass wir hier auch globale Initiativen als Europäische Union ergreifen sollten, denn digitale Plattformen zu regulieren allein in Europa wird auch nicht gehen. Meine Damen und Herren, wir haben dann als zweiten Punkt die Beziehungen der Europäischen Union zur Türkei und die Lage im östlichen Mittelmeer. Sie wissen, ein Blick vor Europas Haustür, Nordafrika, Syrien, die Ukraine, zeigt, dass wir von vielzähligen Konfliktherden umgeben sind. Und gleichzeitig wissen wir, dass das Gedeihen und der Wohlstand in der EU nur mit guten Beziehungen in unserer Nachbarschaft, auch außerhalb der Europäischen Union, möglich sind. Und das gilt in ganz besonderer Weise auch für das NATO-Mitglied Türkei in seinen vielschichtigen Beziehungen. Und der Außenbeauftragte Josep Borrell hat hier einen umfassenden Bericht vorgelegt, der dieser Vielschichtigkeit der Beziehungen auch gerecht wird. Es ist erstmal eine gute Nachricht, dass die Türkei nach den provozierenden Aktivitäten in zyprischen und griechischen Gewässern in den letzten Monaten ein Zeichen der Deeskalation im östlichen Mittelmeerraum gesetzt hat und in den Dialog mit Griechenland wieder eingetreten ist, auch die 5+1-Gespräche unter der Ägide der Vereinten Nationen über die Zukunft Zyperns werden fortgesetzt. Im Europäischen Rat hatten wir vereinbart, dass wir im Fall einer Entspannung von Seiten der Türkei weitere Optionen für eine gemeinsame Zusammenarbeit anbieten. Und jetzt werden wir auf diesem Rat diskutieren, wie wir auf diesem Weg weitergehen. Ich sage gleich vorweg, das werden keine einfachen Gespräche, aber ich hoffe, dass wir zu einem Ergebnis kommen. Die Türkei ist nicht nur NATO-Partner und Verbündeter, sondern als unser unmittelbarer Nachbar und das zweitbevölkerungsreichste Land an der EU-Außengrenze natürlich von strategischer Wichtigkeit. Wir Deutschen haben ganz besonders enge Beziehungen zur Türkei, da in Deutschland viele türkischstämmige Menschen seit Generationen leben. Aber wir haben natürlich auf der anderen Seite auch die innenpolitische Situation in der Türkei in den Blick zu nehmen. Und wir erwarten, dass die Türkei rechtsstaatliche Standards einhält, und das ist an vielen Stellen nicht der Fall. Auch Menschenrechte werden nicht respektiert in vielen Fällen. Und die Istanbul-Konvention des Europarates, dass die Türkei hier ausgetreten ist, ist ein sehr, sehr bedauerliches Zeichen. Und wir hätten uns gewünscht, dass die Türkei hier Mitglied bleibt. Aber ich denke, es ist auch richtig, Sprachlosigkeit in den Beziehungen zur Türkei hilft uns nicht weiter.
Und deshalb wollen wir darüber beraten, wie wir hochrangige Dialoge zwischen der Europäischen Union und der Türkei wieder aufnehmen können. Wir haben gemeinsame Interessen. Und die besondere Herausforderung der Migration gehört hier dazu. Diese können wir nur gemeinsam mit der Türkei lösen. Und das vor fast genau 5 Jahren vereinbarte EU-Türkei-Abkommen oder die Erklärung ist genau die Grundlage dafür, die weiterentwickelt werden muss. Ich weiß, dass es viel Kritik an dieser Erklärung gibt. Aber trotz aller Kritik können wir feststellen, dass auf diesem Wege viel Gutes erreicht wurde. Es ist uns gelungen, das menschenverachtende Geschäft der Schleuser wirksam zu bekämpfen. Die Zahl der illegalen Grenzübertritte nach Griechenland ist zurückgegangen. Und das Gleiche gilt auch für die Zahl der Todesopfer in der Ägäis. Dank der Unterstützung durch die Europäische Union können 660.000 syrische Flüchtlingskinder in der Türkei zur Schule gehen. Über 14 Millionen Arztbesuche konnten durchgeführt werden. Über 1,8 Millionen Menschen haben in einer sehr schwierigen Zeit zusätzliche Unterstützung für ihren Lebensunterhalt bekommen. Dabei ist es wichtig zu betonen, dass die EU-Gelder über die Arbeit der verschiedenen Projekte und Organisationen vor Ort den Bedürftigen zugutekommen. Ihr Einsatz der Gelder wird in der EU überprüft. Und ich meine, das sind im Namen der Mitmenschlichkeit gut angelegte Mittel und die Fortführung dieser Zusammenarbeit ist im beiderseitigen Interesse. Die Türkei hat Stand heute 3,6 Millionen syrische Flüchtlinge aufgenommen. Das entspricht der Einwohnerzahl Berlins. Daher ist es mir wichtig zu betonen, dass der Türkei für das Geleistete hohe Anerkennung berührt. Und deshalb setze ich mich dafür ein, dass wir die EU-Türkei-Erklärung neu beleben und auch fortentwickeln. Meine Damen und Herren, abschließend möchte ich nun auf das dritte große und uns ja auch alle täglich beschäftigende Thema zu sprechen kommen, Europas Bewältigung der Pandemie. Wir werden uns über die nächsten Schritte bei der Entwicklung eines sogenannten digitalen grünen Zertifikats beraten, was bis zum Sommer vorliegen soll und mit dem es möglich sein soll, EU-weit zu dokumentieren, ob eine Person geimpft oder getestet wurde. Parallel dazu hat die Europäische Kommission ihre Arbeiten an der technischen Umsetzbarkeit aufgenommen, genauso die Nationalstaaten Deutschland ja auch. Das ist keine leichte Aufgabe bei 27 Mitgliedstaaten und wird uns noch einige Wochen in Anspruch nehmen. Denn wir werden ja sehr genau schauen müssen, welche Rechte mit diesem Zertifikat verbunden sind. Die technische Umsetzung ist relativ einfach, aber diese Frage ist natürlich von großer Wichtigkeit. Meine Damen und Herren, wir werden darüber sprechen, wie wir auch europaweit unabhängiger werden. Und dazu gehört vor allen Dingen auch die Frage der Impfstoffproduktion. Die Kommission hat weit über die jetzigen Bestellungen hinaus eine Taskforce eingesetzt, genauso wie wir national, um sicherzustellen, dass wir auch in Zukunft ausreichend Impfstoffe innerhalb der Europäischen Union bestellen können. Denn das Problem im Augenblick mit der Impfstoffversorgung liegt weniger in der Frage, wie viel bestellt wurde, sondern in der Frage, wie viel kann auf europäischem Grund im Augenblick gefertigt werden. Denn wir sehen ganz genau, britische Fertigungsstätten fertigen für Großbritannien, die Vereinigten Staaten exportieren nicht. Und deshalb sind wir darauf angewiesen, was kann in Europa produziert werden. Und wir müssen davon ausgehen, dass dieses Virus uns noch lange mit seinen Mutationen beschäftigen kann. Das heißt, die Frage geht weit über dieses Jahr hinaus. Und wir haben einen zweiten Punkt in den Blick zu nehmen. Und deshalb können wir gar nicht genug Impfstoffe produzieren in Europa, nämlich die Versorgung mit der Welt. Wenn uns das nicht gelingt, werden wir immer wieder mit Mutationen konfrontiert werden, die dann auch die Gefahr mit sich bringen, dass anschließend die Impfstoffe nicht mehr wirksam sind. Und deshalb müssen wir uns darum kümmern. Und das bedeutet natürlich auch, dass wir hier zu Hause bei uns hart zu arbeiten haben. Heute vor einem Jahr lag die Fallzahl von Corona-Infizierten in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts bei 4.118 neuen Fällen, heute bei 22.675. Die Inzidenz war damals 35 und es gab 35 neue Todesfälle. Heute ist die Inzidenz 113,3 und es gibt 228 neue Todesfälle. Über 75.000 Menschen sind inzwischen in Deutschland an Covid-19 gestorben. Und wenn wir uns dieses Jahr noch einmal anschauen, dann liegt nach einem scharfen Lockdown am Anfang der Pandemie ein im Rückblick relativ leicht anmutender Sommer, steigende Werte im Herbst und dann in Stufen von Shutdowns immer wieder die Schließung vieler Einrichtungen und dann auch die Absenkung der Inzidenz. Und dann
ist es jetzt, muss man sagen, sind wir in der dritten Welle und wieder im exponentiellen Wachstum. Viele Menschen fragen mit Recht, war nun alles umsonst? Geht das immer so weiter? Und das, ich verstehe diese bange Frage vieler Betroffener, Eltern mit Kindern oder mit Schulkindern oder Kita-Kindern, Geschäftsinhaber und Restaurantbesitzer, Veranstaltungswirtschaft, Sportvereine und vieles, vieles mehr. Die Antwort kann ich aus voller Überzeugung geben. Nein, die Situation ist eine ganz andere als im letzten Jahr. Auch wenn wir in der Weihnachtszeit einen schweren Rückschlag erfahren haben. Und dieser Rückschlag war nicht voraussehbar, als wir im November, Dezember die einschränkenden Maßnahmen machen konnten. Und das ist das Auftreten der britischen Mutation. Eine Mutation des alten ursprünglichen Virus hat jetzt die Oberhand gewonnen. Wir leben im Grunde in einer neuen Pandemie. Und die Wirkung des ursprünglichen Shutdowns, wenn wir das alte Virus hätten, wäre heute so, dass wir überall und deutschlandweit deutlich unter 50 bei der Inzidenz liegen würden. Das tun wir aber leider nicht, weil diese Mutation aggressiver ist, infektiöser und um einen ziemlich großen Betrag tödlicher. Das heißt, der R-Faktor ist wieder über 1 gestiegen und wir sind wieder in der Phase des exponentiellen Wachstums. Was können wir jetzt tun und was haben wir an anderen Instrumenten in der Hand, um mit neuen Möglichkeiten auch zu reagieren? Erstens, wir haben gemeinsam mit dem Ministerpräsidenten ein Öffnungskonzept am 3. März beschlossen, das ein viel höheres Maß an Regionalisierung enthält. Es sagt ganz deutlich, in welchen Regionen geöffnet werden kann. Und wir sehen ja doch, dass einige Bundesländer, wenn ich an Saarland denke, wenn ich an Schleswig-Holstein denke, diese Möglichkeiten auch richtig nutzen. Wir haben 6 Landkreise noch im Augenblick, die unter 35 liegen bei der Inzidenz, 24 Landkreise unter 50, 144 Landkreise unter 100 und der Rest darüber. Und es wäre falsch, alle sozusagen mit einem Maßstab zu belegen, und das widerspiegelt auch unser Öffnungskonzept. Wir haben die Möglichkeit des Testens, und zwar in viel einfacherer Form, als uns das mit den PCR-Tests von heute vor einem Jahr zur Verfügung stand. Die Antigen-Schnelltests und vor allen Dingen die Selbsttests ermöglichen neues Herangehen. Wir haben deshalb eine Teststrategie besprochen, die auf drei Säulen ruht. Einmal auf den Bürgertestzentren, die inzwischen ziemlich flächendeckend in der gesamten Bundesrepublik Deutschland aufgebaut sind. Und ich will an dieser Stelle einmal sagen, wir sind ein föderaler Staat. Es ist keinem Oberbürgermeister und keinem Landrat verwehrt, das zu tun, was in Tübingen und Rostock getan wird. Alle können das machen. Und der Bund wird immer unterstützend tätig sein. Wir als Bund ermöglichen, Sie mit Ihren Beschlüssen ermöglichen, dass sich jeder Bürger mindestens einmal in der Woche testen lassen kann. Ich fordere und bitte alle Bürgerinnen und Bürger, das in dieser augenblicklichen Situation auch zu tun. Wenn man sich zu Hause trifft, wenn man sich mit jemandem getroffen hat, das ist ein wichtiges Mittel und ist kostenlos für jeden verfügbar und so, wie ich mir berichten lasse, auch organisatorisch sehr, sehr gut gemacht. Zweitens, Schulen und Kita. Wir haben in einer Logistikplattform, ich habe da gestern drüber gesprochen, mit den Ländern eine Test-Taskforce gebildet. Es sind Bestellungen aufgegeben worden von den Ländern für Kitas und Schulen. Und es ist von allen Bundesländern gesagt worden, es sind jetzt ausreichend Tests bestellt für die Monate März und April. Nichtsdestotrotz habe ich gestern mit dem Bundesgesundheitsminister noch mal gesprochen und gesagt, sichert euch Marktanteile für die Selbsttests, wenn irgendeine neue Situation entsteht, wenn jemand sagt, ich brauche doch noch mehr. Aber ich sage auch ganz offen, für 40.000 Schulen und Tausende von Kitas kann der Bund nicht von Berlin aus die Testinfrastruktur vorhalten, sondern dafür haben wir eine föderale Ordnung. Und wenn uns jemand fragt, wo können wir helfen, dann tun wir das gerne. Die Bundeswehr hat schon an so vielen Stellen geholfen. Wir tun es gerne, aber wir können es nicht alles organisatorisch umsetzen. Und der dritte Punkt ist der dritte Teil der Säule ist der Arbeitsplatz. Wir wissen, dass auch hier viele Infektionen stattfinden. Und deshalb haben wir eine Selbstverpflichtung mit der Wirtschaft abgemacht. Aber die endet Ende März, Anfang April. Dann wollen wir ein klares Monitoring haben. Dann wollen wir werden eigene Erhebungen machen. Und wenn nicht der überwiegende Teil der deutschen Wirtschaft, und das sind nicht irgendwie 65%, sondern 70, sondern es muss in die Richtung von 90% sein,
Tests seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern anbietet, dann werden wir mit regulatorischen Maßnahmen in der Arbeitsschutzverordnung dazu vorgehen. Und das wird im Kabinett am 13. April entschieden werden, weil wir in der Woche nach Ostern dann den Status machen. Und dann muss da Klarheit sein. Ich sage allerdings auch, die besten Testangebote nutzen nichts, wenn sie nicht wahrgenommen werden. Wenn ich aus Schulen, aus Betrieben höre, dass nur 30-40% der Möglichkeiten genutzt werden, dann hilft uns das nicht. Und Testen ist die Brücke hin, bis wir die Impfwirkung sehen. Und deshalb kann jeder Bürger und jede Bürgerin auch einen Beitrag dazu leisten, indem man von den Testangeboten Gebrauch macht. Und je mehr wir testen, umso weniger müssen wir einschränken. Und wir haben zusätzlich, um die Regionalisierung noch einmal zu unterstreichen, für jedes Bundesland vereinbart, dass Modellprojekte jetzt durchgeführt werden können. Die Kommunen können das tun, und die Bundesländer haben jetzt auch Vorschläge gemacht, in welcher Form das gemacht wird. Wir werden diese Versuche dann auswerten. Aber meine Einschätzung ist folgende. Solange die Infektionszahlen einigermaßen noch im Griff sind, meinetwegen auch noch kurz über 100 liegen, die Inzidenz, kann man mit dem Testen noch sehr viel erreichen. Wenn man einmal sehr viel höher ist, wenn man einmal in dem ganz steilen exponentiellen Anstieg ist, dann müssen eben doch wieder beschränkende Regeln eingeführt werden. Und je stärker der Anstieg ist, umso mehr. Das heißt, wir können auf begrenzende Regeln im Augenblick noch nicht ganz verzichten. Und deshalb haben wir neben der Notbremse, die wir ja miteinander vereinbart haben in der Öffnungsstrategie, auch ganz klar gesagt mit den Bundesländern, es können zusätzliche Maßnahmen eingeführt werden. Hier gibt es gewaltige politische Unterschiede, was man für geeignet hält und was nicht. Das gehört zur Vielfalt eines föderalen Systems dazu. Entscheidend ist ja auch nur die Wirkung. Ich kann weitere Kontaktbeschränkungen machen, wie Daniel Günther das in Flensburg gemacht hat. Ich kann Ausgangsbeschränkungen machen, wie das Bayern und Baden-Württemberg gemacht haben in bestimmten Regionen. Aber in bestimmten Situationen kann ich nicht nichts machen. Dann sehe ich zu, wie schrittweise die Überlastung des Gesundheitssystems wieder in den Blick kommt. Und ich habe jetzt über die ganzen Möglichkeiten gesprochen, die wir haben. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, alles an Fallzahlen bedeutet, auch wenn jetzt die Älteren mit der ganz hohen Risikogruppe nicht mehr so dabei sind, weil sie geimpft sind und immunisiert sind. Aber alles bedeutet zum Schluss den Anstieg von belegten Intensivbetten in deutschen Krankenhäusern. Und wenn bei der Frage, wie wir jetzt vorgehen, der Osterlockdown einzig und allein eine wirklich positive Resonanz bei den Intensivmedizinern gefunden hat, dann sehen Sie, wie groß dort die Sorge ist. Und es werden jetzt nicht mehr 90-Jährige sein, die in den Krankenhäusern liegen. Es werden 50-, 60- und 70-Jährige sein. Und das sind Menschen mit sehr vielen Jahren Lebenserwartung. Und 10%, so sagen uns die Experten, werden Langzeitfolgen von Corona davontragen. Das heißt, es lohnt sich, um jeden zu kämpfen, dass er die Infektion nicht bekommt. Und das ist unsere gemeinsame Aufgabe, mit möglichst viel Freiheit für jeden, mit möglichst viel Normalität für jeden, aber auch mit möglichst viel Rücksicht darauf, dass nicht Tausende von Menschen noch sterben müssen. Und das muss das Ziel sein für die nächsten Wochen in dieser Regierung. Und dann, liebe Kolleginnen und Kollegen, natürlich ist das Impfen der Weg aus der Krise. Und wir kriegen jetzt sukzessive mehr Impfstoff. Und ich sage ganz offen, die Testzentren machen eine gute Arbeit. Aber wenn irgendwo Impftermine möglich wären und eine Dosis Impfstoff vorhanden ist und er nicht wahrgenommen wird, dieser Termin, weil keiner vergeben ist, dann ist das nicht in Ordnung. Und dann müssen wir besser werden. Der Bund muss sagen, wo er besser wird, und die Länder müssen sagen, wo sie besser werden, und die Kommunen müssen sagen, wo wir besser sind. Wenn wir uns ausruhen auf dem, was wir haben, reicht es nicht. Wir brauchen die Impfzentren. Da wird tolle Arbeit geleistet, das will ich ausdrücklich sagen. Aber wo man noch schneller werden kann und flexibler, muss man es werden. Und wir werden ab der Woche nach Ostern auch die Hausärzte mit einbeziehen. Das sind 50.000 Praxen. Die werden beliefert und mit aufsteigender Tendenz. Und im Mai werden wir dann auch über die Betriebsärzte reden. Aber wir werden alle brauchen, um die Impfstoffe zu verimpfen. Es wäre dramatisch, wenn uns das nicht gelingen würde. Deshalb widmen wir dem sehr viel Aufmerksamkeit. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Monate der Pandemie haben gravierende Schwachstellen im Funktionieren unseres Gemeinschaftswesens offengelegt. Ob das die Digitalisierung auf der Bundesebene ist, ob das die Vernetzung durch digitale Möglichkeiten, ich sage nur das Stichwort SORMAS, mit den Gesundheitsämtern ist. Wir müssen als
föderales System hier besser und schneller werden. Das wissen wir, und daran wird auch gearbeitet. Und da können Sie schreien und noch was machen. Wir müssen etwas tun. Es nützt nichts, den ganzen Tag zu kritisieren. Und der Bund tut etwas. Wir haben mit viel Anstrengung jetzt erreicht, dass die allermeisten Bundesländer viel zu spät, aber sich doch dem SORMA-System anschließen. Wir haben eine Corona-Warn-App, von der ja in Deutschland kein einziges positives Wort zu hören ist, wenn ich es mal so grosso modo nehme. Ich will nur sagen, 17 europäische Länder arbeiten und leben mit dieser Corona-Warn-App. Und die deutsche Warn-App ist dort nicht bekannt als eine besonders unflexible. In Finnland sind fast alle Bürgerinnen und Bürger dabei. Ich kann nur sagen, an die Bürgerinnen und Bürger gewandt auch, nutzen Sie auch diese Corona-Warn-App. Und es ist zurzeit vielleicht eine Stimmung, bei der wir nur das Kritische sehen. Und deshalb möchte ich einfach zum Ende meiner Rede auch noch einmal sagen, es gibt Millionen von Menschen, die sich jeden Tag gegen diese Pandemie stemmen und ihre Arbeit leisten, und zwar mit großem Einsatz. Das sind die Pflegerinnen, das sind die Ärzte, das sind die Lehrer, das sind die Eltern. Das sind die Ehrenamtlichen und das sind die Menschen in den Tests und Impfzentren. Viele sind beruflich neue Wege gegangen mit schweren Veränderungen in ihrem Leben. Ich weiß, wie schwer es viele haben. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, man kann auch nichts erreichen, wenn man immer nur das Negative sieht. Nicht umsonst hat Ludwig Erhard schon gesagt, es ist entscheidend, ob das Glas halb voll oder halb leer ist. Und wenn es immer nur halb leer ist, dann werden wir auch keine kreative Kraft als Land entwickeln, um aus dieser Krise rauszukommen. Und ich sage Ihnen, mit dem Impfen haben wir die Möglichkeiten in der Hand. Und es wird noch einige Monate dauern, aber das Licht am Ende des Tunnels ist sichtbar. Und wir werden dieses Virus besiegen. Und deshalb bin ich ganz sicher, dass wir das schaffen werden. Und deshalb geht es jetzt darum, die Kraft zu bündeln und positiv nach vorne zu schauen, auch wenn die Situation im Augenblick schwierig ist. Das ist das, was ich mir wünsche von jedem und jeder in diesem Land. Herzlichen Dank. Die Bundeskanzlerin mit ihrer Regierungserklärung fast halbe zum Europäischen Rat, der heute Abend natürlich per Video wieder konferiert, und die andere Hälfte dann zur aktuellen Corona-Politik, wo sie Schwachstellen eingeräumt hat in der Infrastruktur der Bundesrepublik, beispielsweise bei der Digitalisierung, wo sie jetzt aber am Ende auch noch mal aufgefordert hat, auch an die zu denken, die ihre Arbeit machen. Rund um die Corona-Politik. Jetzt gibt es noch Anmerkungen des Bundestagspräsidenten zu einem Einspruch, zu einer Ermahnung. Nein, schon vorbei. Jetzt geht es um die Aussprache zur Regierungserklärung der Bundeskanzlerin. Erster Redner Alexander Gauland, Vorsitzender der AfD-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren, es war ein buntes Themenpotpourri, das uns die Bundeskanzlerin in einer eigentlich monothematischen Zeit vorsetzen wollte. Aber dann kam der Tag, an dem alles anders wurde. Ja, Frau Bundeskanzlerin, Sie haben sich entschuldigt und die Verantwortung dafür auf sich genommen. Aber das, meine Damen und Herren, ist nur die halbe Wahrheit. 16 Ministerpräsidenten haben in einer Nachtsitzung offenbart, wie weit sie von den Stimmungen und Gefühlen der von ihnen Regierten entfernt sind. Denn, meine Damen und Herren, es hätte doch einem von ihnen auffallen müssen, was sie mit diesem Osterlockdown anrichten. Dabei spreche ich gar nicht von den Rechtsproblemen. Doch spätestens, seit die Menschen nach Mallorca fliegen können, aber nicht nach Scharbeutz fahren, musste klar sein, welches Echo sie auslösen. Und dass ihnen sogar die sonst so handsamen Kirchen die Gefolgschaft verweigerten, beweist nur noch einmal, wie weit weg sie von diesen Menschen sind. Und nun wird auf allen Kanälen Besserung versprochen. Aber Besserung, meine Damen und Herren, muss bedeuten, dass Sie vorher und nicht nachher den Bundestag und die Parlamente informieren und beteiligen. Sie tun das doch auch, wenn Sie vor einem Europäischen Rat hier eine Regierungserklärung abgeben. Warum also nicht bei Entscheidungen, die ganz unmittelbar in das Leben der Menschen eingreifen? Was der östliche Mittelmeerraum für Europa bedeutet,
so war die Ankündigung, lässt sich weit eher auch noch danach kommunizieren, meine Damen und Herren. Die deutsche Politik folgt seit vielen Jahren verlässlich einem Muster. Es werden Wünsche formuliert, man versucht, sie in die Tat umzusetzen, stellt regelmäßig fest, dass sie sich nicht erfüllen und wundert sich dann und beschimpft die Kritiker. Frau Bundeskanzlerin, auch die Europapolitik folgt diesem Muster. Deswegen eilt sie von Misserfolg zu Misserfolg. Eine europäische Fiskalunion ist nicht in unserem Interesse. Denn es wird eine Schuldenunion sein, und da sind wir nicht alleine, die das so sehen. Die EU ist unfähig, Impfstoff zu beschaffen und das Impfen in den Mitgliedsländern zu organisieren. Der frühere britische Premierminister Blair hat es vor kurzem sehr klug ausgeführt. Warum sollte man der EU auch die weit komplexere Verwaltung der europäischen Finanzen anvertrauen? Die Lektion der Corona-Krise heißt, Zentralismus ist schwerfällig, unflexibel und wirkt chaotisch. Dezentralisierung ist das Gebot der Stunde. Und dieses Gebot verweist auf den Nationalstaat. Weshalb das Impfen in Großbritannien, Israel und selbst in Russland besser funktioniert. Es liegt im deutschen Interesse, dass zuerst die Bürger dieses Landes geimpft werden. Natürlich auf freiwilliger Basis. Jede Art von Impfzwang, auch den indirekten, lehnen wir ab. Darum hat sich die Bundesregierung zu kümmern. Und zwar nicht aus Impfnationalismus, wie ein törichter Vorwurf sogleich lautete, sondern aus derselben Selbstverständlichkeit, mit der jeder zuerst an die Gesundheit seiner Familie denkt. Aus demselben Grunde, wie sich der Bürgermeister von Kassel eben erst um Kassel kümmern muss und nicht um Bielefeld. Joe Biden hat sich beim Impfen sofort an das Motto von Donald Trump gehalten, America first. Und das ist richtig so, meine Damen und Herren. Auch bei den Corona-Maßnahmen werden wir am Ende wieder dastehen und feststellen, dass alles Wünschen nicht geholfen hat. Freunden wir uns langsam mit dem Gedanken an, dass Lockdowns wenig bis nichts bewirken. Intelligente Hygienekonzepte bewirken etwas. Man kann Großveranstaltungen absagen, aber man kann nicht verhindern, dass Menschen ein soziales Leben führen. Es liegen derzeit 3 internationale Studien zur Wirksamkeit eines Lockdowns auf die Senkung der Infektionszahlen vor. Keine kommt zu dem Ergebnis, dass es eine eindeutig messbare Wirkung gibt. Der Epidemiologe John Ioannidis, Professor in Stanford, hat die Auswirkungen von Lockdowns verschiedener Härte in 14 europäischen Ländern und den USA ausgewertet. Sein Fazit: Die Maßnahmen haben sich gering bis überhaupt nicht auf die Infektionskurve ausgewirkt. In Schweden verläuft die Kurve parallel zu unserer. Das heißt, die Dynamik der Pandemie schert sich offenkundig nicht darum, ob das öffentliche Leben heruntergefahren wird oder nicht. Noch keine Studien gibt es über die Kollateralschäden der Corona-Maßnahmen. Diese Schäden betreffen nicht allein die Wirtschaft. Isolation, Kontakt, Bewegungsmangel, Aussichtslosigkeit, das ständige Aufeinanderhocken in den Familien. Das alles schädigt die Gesundheit abertausender Bürger. Die Auswirkungen auf die Psyche, die Bildung und die Intelligenz der Kinder sind massiv. Der Bundestag sollte deshalb eine Enquetekommission einsetzen, die diese Schäden untersucht. Gerade im Hinblick auf die kommenden Pandemien sollten wir wissen, mit welchem Einsatz wir spielen. Denn auf Dauer, meine Damen und Herren, verzeihen die Bürger einer Regierung eben nicht, dass sie fast alles falsch gemacht hat. Wir könnten auch aus dem, was geschehen ist, lernen. Ich bedanke mich. Alexander Gauland, Vorsitzender der AfD-Fraktion, war der Erste, der auf die Regierungserklärung der Bundeskanzlerin erwidern konnte und naturgemäß
Wie wir wissen auch, ist die AfD-Fraktion mit der Corona-Politik der Bundesregierung ganz und gar nicht einverstanden. Es gab Kritik auch aus den Reihen derer, für die jetzt Rolf Mütze nicht spricht, nämlich der Vorsitzende der SPD-Fraktion, allerdings an einzelnen Punkten der Bundesregierung. Mal schauen, wie viel er davon jetzt wiederholt. Kolleginnen und Kollegen, ich möchte gerne mit zwei Momentaufnahmen aus meiner Heimatstadt beginnen. Dort setzt ein Fotograf Menschen ins Bild, die Positives in dieser Pandemie erlebt haben. Seit 12 Monaten begleitet er diese Menschen und mit der Haltung Mut machen und Hoffnung geben. Und dort sagt zum Beispiel der Direktor der Kölner Feuerwehr, wie Menschen zusammen die Last der Krise stemmen wollen, das ist phänomenal. Das ist, was ich finde, was wir mit Respekt gegenüber vielen Menschen hier in Deutschland sagen müssen. Recht haben die, die eben sagen, wir wollen uns auch ganz persönlich gegen diese Pandemie stimmen. Und es ist beeindruckend, wie viele Menschen Außerordentliches geleistet haben. Und auch auf sie kommt es in den nächsten Wochen an. Und deswegen sage ich, meine Damen und Herren, Zuversicht geben ist neben dem Impfen die beste Medizin. Und genau das hat unser Land verdient. Und zum Zweiten, zusammen mit dem Fraunhofer-Institut hat die Stadt Köln am Montag eine Untersuchung vorgelegt über das Infektionsgeschehen. Im vergangenen Jahr waren es auf der linksrheinischen Kölner Seite die Stadtteile gewesen, die etwas besser situiert sind. Und die dortigen, die das untersucht haben, haben gesagt, das waren die Ischgl-Heimkehrer. Heute ist die Pandemie in den ärmeren Stadtteilen, im rechtsrheinischen Köln. Und dort hat die Pandemie die sozialen Verwerfungen noch weiter vertieft. Deswegen sage ich, die zweite Antwort auf diese Pandemie ist ein starker Sozialstaat. Und wir können das in den nächsten Jahren stemmen. Und gerade wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten werden das tun. Das Soziale muss in dieser Pandemie genauso im Mittelpunkt stehen wie die medizinischen Herausforderungen. Und deswegen danke ich auch, dass gestern das Bundeskabinett den erleichterten Zugang zur Kurzarbeit um weitere 3 Monate verlängert hat. Und ich würde mich auch freuen, wenn das Betriebsrätestärkungsgesetz noch den Deutschen Bundestag erreicht. Auf den ersten Blick hat das vielleicht nichts mit der Pandemie zu tun. Aber beim zweiten Blick wissen wir, dass genau die Unternehmen, wo Mitbestimmung herrscht, genau sich dieser Pandemie am besten entgegenstemmen, wo die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gut aufgehoben sind. Da unterstützen sie auch das Unternehmen und da kann es auch gemeinsam gelingen, gegen die Pandemie zu arbeiten. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, jeder Beschluss zur Eindämmung des Infektionsgeschehens ist nicht ohne Risiko und auch nicht ohne Widerspruch. Ich hoffe, das behauptet hier niemand, dass ein Einziger oder eine Einzige genau weiß, was das Richtige ist. Aber der Unterschied ist doch zu anderen Ländern auf der Welt. Und das ist das Anstrengende. Ja, in einer Demokratie und insbesondere in einem Rechtsstaat muss man unterschiedliche Güter auch abwägen. Und genau das ist auch, was wir in diesem Jahr der Bekämpfung der Pandemie getan haben. Aber die einzige Aussicht auf die Beherrschung der Pandemie, und das haben Sie gesagt, Frau Bundeskanzlerin, ist das Impfen. Ja, es gab zu viele Nachlässigkeiten in den letzten Monaten, aber es kommt jetzt darauf an, und da zähle ich auch auf das Wort, was Sie für das gesamte Kabinett gegeben haben, dass alle Verantwortlichen in diesen Tagen dafür arbeiten müssen, dass es in den nächsten Wochen reibungsloser läuft. Und wenn es stimmt, und es stimmt, dass die Brücke durch das Testen auch gebildet werden kann, dann hätte ich mir, aber das kann ich nur persönlich sagen, mehr Mut möglicherweise auch von den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, aber auch von Ihnen, Frau Bundeskanzlerin, gewünscht, nicht erst am 14. April in einer Verordnung das Testen in den Unternehmen zu verlangen, sondern das hätte man auch jetzt tun können, weil wenn es stimmt, dass die Pandemie, dass das Infektionsgeschehen auch gerade in den Unternehmen so stark weitergegeben wird, hätte man dies jetzt auch verbindlich tun können. Aber ich sage dies auch mit Deutlichkeit und mit großem Respekt. Sie haben einen Fehler eingeräumt für andere, die Verantwortung dort mittragen. Und ich finde das umso respektabler, weil einige kündigen das zwar an, aber entschuldigen sich nicht. Und ich finde das
macht den Unterschied auch aus. Wir haben viel Häme und Besserwisserei in unserem Land erlebt, auch immer wieder hier in diesem Parlament. Manchmal überrascht mich das, wer alles zum Experten als Epidemiologe mutiert ist in diesem Saal oder bestimmte Studien auch vorhält. Aber ich finde, das Entscheidende ist, Rechthaberei darf in diesem Haus nicht um sich greifen. Und deswegen kann ich nur auch an die Oppositionsparteien sagen, ich wäre vorsichtig an deren Stelle, weil wenn man vor 4 Jahren vor der Verantwortung weggelaufen ist, sollte man viel bescheidener an diesen Stellen auftreten, was man mit Rechthaberei eben nicht erreichen kann. Und gleichzeitig will ich auch daran erinnern, dass mindestens 2 Oppositionsparteien 2 Ministerpräsidenten in die Ministerpräsidentenkonferenz entsenden. Und ich gehe ja zum Beispiel mal davon aus, dass Ministerpräsident Laschet mit dem stellvertretenden Ministerpräsidenten der FDP sich auch abstimmt. Also von daher würde ich schon sagen, der Finger, der immer wieder auf die anderen zeigt, zeigt auch auf sich selbst wieder zurück. Meine Damen und Herren, ein bisschen Zurückhaltung, ein bisschen mehr Respekt vor dem Handeln, insbesondere auch derjenigen, nicht nur die im Bund, sondern im Land, aber eben auch in den Kommunen Verantwortung tragen, hätte ich mir auch von Ihnen gewünscht. Meine Damen und Herren, die Pandemie wird uns noch lange begleiten. Deswegen ist neben dem Impfen die finanzielle Verantwortung, die dieses Land, die dieser Staat, die diese Bundesrepublik Deutschland gegen die Pandemie entgegenstemmen kann. Und deswegen will ich sagen, ich bin dankbar, dass das Bundeskabinett gestern den Bundeshaushaltsentwurf für das Jahr 2022 auf den Weg gebracht hat und die mittelfristige Finanzplanung. Und deswegen will ich auch an den Koalitionspartner sagen, das ist die Entscheidung des gesamten Kabinetts. Und das ist auch die Entscheidung der Koalition und nicht des Finanzministers. Und ich finde, so müssen wir auch in den nächsten Wochen über diese großen finanziellen Lasten, die wir auf uns nehmen wollen, sprechen. Es ist eine Verantwortung des ganzen Landes und wir müssen mit aller finanziellen Kraft uns auch der Pandemie entgegenstellen. Deswegen, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union und liebe Frau Bundeskanzlerin, an Dogmen festhalten bringt in dieser Krise nichts. Und deswegen habe ich mich gefreut, als damals der Kanzleramtsminister, ich habe bescheiden gedacht, es sei auch in Ihrem Einvernehmen, mit Ihrem Einvernehmen gewesen, Offenheit über die Schuldenbremse signalisiert hat und dass gerade Ministerpräsident Laschet diesen Versuch zumindest, Dogmen zu überwinden, direkt wieder aufgehoben hat, hat mich dann doch schon überrascht. Wir sagen, in 20 Jahren wollen wir die Schulden getilgt haben. In dem Bundesland, das zusammen mit der FDP regiert wird, sollen es 50 Jahre sein. Das ist doch wohl ein großer Unterschied, wie man Verantwortung auf sich nimmt und wie man sozusagen aus einer Oppositionsrolle auf der einen Seite und auf der anderen Seite mit Regierungsverantwortung handeln kann. Ich finde das nicht seriös. Deswegen danke ich sehr, dass das Bundeskabinett gestern so beschlossen hat. Und zum Schluss, ja, Frau Bundeskanzlerin, Europa ist unsere Lebensversicherung. Im Kampf gegen die Pandemie, aber insbesondere auch vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Erholung. Und deswegen verspreche ich mir von Ihren Gesprächen eben, dass bei dem Impfen dieser Zusammenhalt gestärkt wird, aber insbesondere auch über Fehler nachgedacht wird. Und es ist eine große Chance, glaube ich auch, in dieser Situation, dass Sie auch heute Abend mit dem amerikanischen Präsidenten darüber sprechen werden. Weil es ist etwas ganz Neues, dass wir zumindest in Washington nicht mehr Europa zwischen alt und neu eingeteilt wird, sondern dass Europa von Seiten der USA, von Seiten der US-Regierung eine Chance bekommt. Am Abschluss will ich sagen, ja, Sie haben die Türkei kritisiert, dass sie aus der Istanbul-Konvention ausgetreten ist. Ich finde, von diesem Rat muss aber ein noch wichtigeres Zeichen ausgehen, dass nämlich andere Länder, wie zum Beispiel Polen, wo die polnische Regierung sagt, auch wir werden die Istanbul-Konvention möglicherweise verlassen, oder Kroatien oder eben Ungarn. Von diesem Rat muss ein klares Zeichen ausgehen. Nein, wir stehen eben zu dieser Istanbul-Konvention. Wir wollen uns dafür einsetzen. Und wenn das eins der Ergebnisse neben der Bekämpfung der Pandemie und der wirtschaftlichen Erholung in Europa ist, wird das eine gute Konferenz. Vielen Dank.
Rolf Mützenich, der SPD-Fraktionsvorsitzende, richtet den Blick auf die, die sich gegen die Pandemie stemmen, fordert mehr Mut von Ministerpräsidenten und Kanzlerin zur Verpflichtung der Wirtschaft, auch in Unternehmen mehr zu testen und verteilt einen kleinen Seitenhieb auf den Bundesgesundheitsminister. Die Bundeskanzlerin entschuldige sich, andere kündigen es nur an. Und da gab es auch noch einen Angriff auf die FDP. Er erwarte ein bisschen mehr Zurückhaltung, weniger Recht haben und mehr Respekt. Eine Vorlage für Christian Lindner, der jetzt am Pult ist. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Frau Bundeskanzlerin, Sie haben am gestrigen Tag die Kraft und die Größe gehabt, eine Entscheidung zu revidieren. Dafür ist Ihnen Respekt gezollt worden. Die Rücknahme der Entscheidung zur Osterruhe war richtig. Wegen der Fragen der technisch-rechtlichen Umsetzung, wegen der mangelnden Akzeptanz dieser Maßnahme in der Bevölkerung allerdings auch. Die Krisenpolitik darf sich nicht von der Lebenswirklichkeit der Menschen entfernen. Wir wissen, dass, wenn man eine Schraube anzieht, immer weiter anzieht, nach fest kommt ganz locker. Wir sind darauf angewiesen, dass die Menschen die Regeln verstehen, für logisch und verhältnismäßig halten und sie deshalb auch aus eigener Entscheidung befolgen. Vor allen Dingen hat sich bei der Frage der Osterruhe aber auch die Frage der epidemiologischen Notwendigkeit gestellt, ob es tatsächlich eine wirksame Entscheidung ist. Da haben Sie selbst ja Zweifel angemeldet. Und deshalb war es richtig, diese Entscheidung für die Osterruhe zurückzunehmen. Freiheitseingriffe sollte es nur dort geben, wo sie wirklich notwendig sind. Und bei allen gesundheitlichen Risiken müssen wir die sozialen und wirtschaftlichen Folgen der Pandemiepolitik auch stärker berücksichtigen. Sie haben, Frau Bundeskanzlerin, für die Entscheidung zur Osterruhe die Verantwortung auf sich genommen. Das ist honorig. Aber das bringt in der Sache uns nicht weiter. Auch andere tragen dafür mit Verantwortung. Auch die Persönlichkeit mit den größten Gaben kann nicht auf Dauer alleine die Last der Verantwortung tragen. Das müssen andere mehr machen, nicht nur die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten. Denn ich höre in den letzten Tagen, welche Kritik auch öffentlich aus den Reihen der Unionsfraktion an Ihnen geäußert worden ist. Wenn ich in Erinnerung rufe, wie Ihr Koalitionspartner SPD bisweilen so auftritt, als habe er mit der Regierung gar nichts mehr zu tun, dann stellt sich auch hier die Frage der gemeinsam getragenen Verantwortung. Übrigens war so mein gestriger Hinweis auf die Option der Vertrauensfrage zu verstehen. Sie erlaubt ja eine neue Konzeptualisierung von Politik und ist die Möglichkeit, wieder Disziplin herzustellen. Ich habe keinen Zweifel, dass sich Ihre Koalition hinter Ihnen versammeln würde. Die Grünen haben Sie sowieso auf Ihrer Seite. Die Osterruhe und die Entscheidung, die Debatte darüber, wirft indessen aber auch ein Licht auf das Verfahren des Krisenmanagements, ja vielleicht muss man sogar mehr sagen, auf die Staatspraxis der vergangenen Jahre. Showdown-Situationen in Koalitionsausschüssen mit nächtlichen Sitzungen und spontanen Entscheidungen. Dieser Entscheidungsmodus, Kollege Mützenich, führt auch dazu, dass zum Beispiel Landesregierungen und die sie tragenden Koalitionen gar nicht einbezogen werden können. Ihre Ministerpräsidentin Malu Dreyer zum Beispiel hat bei der letzten Ministerpräsidentenkonferenz die Unterrichtung des Ministerrates nachts, wo Grüne und FDP informiert werden sollten, zum Beispiel abgesagt. Wenn wir ein anderes Verfahren wählen, ich komme gleich darauf zurück, dann wäre das besser möglich. Dieses Verfahren, das bislang gewählt wird, führt systematisch zu falschen Abwägungen. Ich rufe aus der jüngsten Vergangenheit nur beispielsweise die plötzlich erfundene Senkung der Mehrwertsteuer in Erinnerung, die in der Sache nichts gebracht hat und die heute auch niemand vermisst. Es ist fraglich, ob die erfahrene Weltpolitikerin Merkel in den vergangenen Jahren nicht zu viel von der internationalen Gipfeldiplomatie in unsere nationalen Kontexte gebracht hat, als der Sache hier hilft. Es ist jetzt deshalb, meine Damen und Herren, Anlass und Gelegenheit für einen doppelten Neustart der Pandemiepolitik. Ein Neustart zunächst im Verfahren.
Die Evolution der Regierungsformen hat eine Antwort gefunden auf die zunehmende Komplexität der Entscheidungsgegenstände von Politik. Die Antwort heißt parlamentarische Demokratie. Und wir sollten mehr von parlamentarischer Demokratie wieder in unserer Republik praktizieren. Konkret schlage ich vor, Frau Bundeskanzlerin, dass Sie vor jeder Ministerpräsidentenkonferenz eine Regierungserklärung in diesem Haus abgeben, um die Grundlinien Ihrer Pandemiepolitik zu erläutern und dann in diesem Parlament darüber eine Debatte zu ermöglichen. Das führt systematisch dazu, dass Entscheidungen kritisch abgeklopft werden. Und ich beziehe das jetzt gar nicht nur auf die Fraktion der Freien Demokraten. Auch der Kollege Fraktionsvorsitzende der Union, Herr Brinkhaus, hat ja regelmäßig in den Debatten Vorschläge unterbreitet, die zu oft dann aber folgenlos geblieben sind. Debatte ist ein Instrument der Qualitätssicherung hier im Parlament. Und deshalb sollten wir das systematisch wieder nutzen. Im Übrigen, bei dieser Gelegenheit will ich gleich sagen, dankenswerterweise reden wir jetzt ja über Reiseverbote. Das ist gestern ja in den Raum gestellt worden, dass Sie es prüfen. Jetzt haben wir mal die Gelegenheit, bevor eine solche Entscheidung getroffen worden ist, hier zu sprechen. Ich sage Ihnen die Haltung der FDP. Ich rate Ihnen von pauschalen Reiseverboten ab. Setzen Sie auf Tests. Nicht nur sind Reiseverbote in Deutschland historisch belegt, darüber hinaus entsprechen sie wiederum nicht der Lebenswirklichkeit vieler Familien. Es gibt mildere Mittel, um das Ziel der Pandemiebekämpfung zu erreichen. Und auf der anderen Seite ein Neustart, Frau Merkel, in der Strategie. Bislang wurde immer gesetzt auf das Prinzip, wir bleiben zu Hause. Mehr noch kann man sagen. Der Appell, Opfer zu bringen, stand im Zentrum. Es waren die Mittel der Zentralverwaltungswirtschaft, mit der die Pandemie gemanagt worden ist. Das ist nicht nur fragwürdig von den Ergebnissen, es ist auch eine Gefahr, weil das eine Einladung zur Vetternwirtschaft sein konnte. Übrigens, ich halte es für falsch, wenn die Grünen pauschal von Unionsfilz sprechen. Es stärkt nicht unsere politische Kultur, wenn man individuelle Verfehlungen zur Charakterfrage einer ganzen Partei macht. Das sollte man nicht tun. Aber umso mehr ist es jetzt erforderlich, auch innerhalb der Bundesregierung zu fragen, was eigentlich aus den Einflussnahmen geworden ist. Ich habe keinen Zweifel daran, dass hier alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Es wäre aber sinnvoll, Frau Bundeskanzlerin, wenn Sie durch einen Sonderermittler mit richterlicher Unabhängigkeit, der Akten einsehen kann, für die Öffentlichkeit Transparenz machen, dass im Bundesministerium für Gesundheit bei den Beschaffungsprozessen alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Wir brauchen, darauf will ich hinaus, eine andere Pandemiepolitik auch in der Strategie. Weg von wir bleiben zu Hause, von der Zentralverwaltungswirtschaft hin zu Vertrauen und zu marktwirtschaftlichen Lösungen. Was heißt das? Was heißt das? Es heißt Vertrauen darauf, dass Handel, Gastronomie, Tourismus, Hotellerie, Kultur und Sport wirksame Hygienekonzepte entwickelt haben, die sie im eigenen Interesse achten und umsetzen wollen. Vertrauen wir also den Betrieben, dass sie in der Lage sind, ihre Kundinnen und Kunden zu schützen. Machen wir das Vorliegen eines Schnelltestes zur Voraussetzung dafür, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Und Frau Bundeskanzlerin, ich sage Ihnen, wenn für die Menschen mit einem Schnelltest verbunden ist, dass sie zum Beispiel wieder an kulturellen Veranstaltungen teilnehmen können, dann wird ohne staatliche Lenkung einfach aus der gesellschaftlichen Mitte mit Erfindergeist hinaus mehr Testkapazität geschaffen. Vertrauen wir stärker auf die kommunale Ebene. Wenn der Landkreistag, das ist ja jetzt nicht eine Oppositionspartei, wenn der Landkreistag ebenfalls einen Neustart fordert, weg von den Inzidenzwerten und mehr regionale Differenzierung fordert, dann ist das doch richtig. In Bayern muss jedes Modellvorhaben von der CSU-Staatsregierung genehmigt werden. Da ist gar nicht die regionale Eigenverantwortung stark. Alles muss zentral aus München genehmigt werden. Also stärken wir die Kommunen. Und nicht zuletzt kommen wir bitte zu mehr Pragmatismus beim Impfprozess, und zwar jetzt, Hausärztinnen, Fachärzte, auch in großem Umfang. Ich verstehe das Eigeninteresse der öffentlichen Hand an den Impfzentren. Wir können aber mehr Tempo aufnehmen, wenn wir mit Pragmatismus die Praktikerinnen und Praktiker in diesen Prozess einbeziehen.
Frau Bundeskanzlerin, Sie sprechen heute mit dem amerikanischen Präsidenten im Format des Europäischen Rates. Ich schlage vor, dass Sie das Angebot unterbreiten, zu einem speziellen EU-USA-Impfgipfel zusammenzukommen. Die Vereinigten Staaten haben Impfdosen, die sie selbst im Inland nicht verwenden. Hier besteht die Möglichkeit der Kooperation. Das ist besser, als über Exportverbote in der Europäischen Union nachzudenken. Und vor allen Dingen sollte, kann und muss mit den Vereinigten Staaten darüber gesprochen werden, wie beide, USA und Europäische Union, der geostrategischen Impfpolitik Russlands und Chinas mit Blick auf die Schwellenländer auf den afrikanischen Kontinent eine Antwort geben. Wir sollten das China und Russland nicht allein überlassen. Mein letzter Gedanke zu Next Generation Europe, mit Ihrer Erlaubnis, Herr Präsident, ich bringe es auf einen kurzen Punkt. Es kostet nicht viel Mühe, Gründe zu finden, warum man Next Generation Europe und dem EU-Wiederaufbaufonds jetzt nicht zustimmen wollte, konjunktiv. Beispielsweise die Unterschätzung des Binnenmarkts, da bräuchten wir Impulse. Wir können ja nicht nur im Format der staatlichen Investitionen und der öffentlichen Ausgaben denken, wenn wir Wachstum wollen. Da wäre im Binnenmarkt mehr möglich gewesen. Aber dennoch ist es ein guter Schritt, in der Pandemie zusammenzuhalten. Im letzten Jahr haben die sogenannten sparsamen Vier auch Veränderungen herbeigeführt. Konditionalität der Mittelauszahlung. Die sparsamen Vier haben erreicht, dass das europäische Semester, also Reformvorhaben, mitgedacht werden beim Auszahlen. Ich habe im Juli des letzten Jahres aufgrund der politischen Freundschaft zu Herrn Rutte geschrieben, Mark Rutte sei der eigentliche Nachfolger von Wolfgang Schäuble. Mir ist schon klar, dass im Regierungshandeln die Bundesrepublik Deutschland im Sinne auch einer dienenden Führungsrolle nicht an die Seite nur der Flügel vorgehen kann. Aber so einseitig, wie sich Ihre Regierung den Vertretern mediterraner Finanzpolitik genähert haben, sollte das zukünftig nicht fortgesetzt werden. Herr Kollege Lindner. Und deshalb, Herr Präsident, mein letzter Satz. Ich persönlich werde zustimmen, aber aus anderen Gründen als Herr Scholz. Alles, was Herr Scholz rühmt, am europäischen Wiederaufbaufonds, gemeinsame Schulden und gemeinsame EU-Steuern wollen wir in der Zukunft politisch verändern, und das passiert in den nächsten Jahren. Vielen Dank. Christian Lindner, der FDP-Fraktionsvorsitzende, am Ende seiner Rede dann auch noch mal zum Europäischen Rat, der heute Abend per Videoschalte konferiert und berät. Davor natürlich ausführlich zum Thema Pandemiepolitik, fordert einen doppelten Neustart beim Verfahren und bei der Strategie und dürfte allerdings bei dem Mehrvertrauen für Kommunen auch der Kanzlerin durchaus aus der Seele gesprochen haben. Die hat Rostock und Tübingen ja auch erwähnt. Ralf Brinkhaus für die Unionsfraktionen. Ich finde das schon seltsam, dass Herr Gauland gerade beklagt, dass nicht genügend geimpft wird gegen eine Pandemie, die seine Fraktion seit einem Jahr bestreitet. Also es ist eine Seltsamkeit, also was hier argumentiert wird, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und das ist, glaube ich, auch nicht die einzige Seltsamkeit, die wir momentan haben. Es ist richtig, wir sind jetzt im 13. Monat einer Epidemie von nationaler Ausmaßes. Wir sind im zweiten Lockdown. Wir haben, die Bundeskanzlerin hat es gesagt, mittlerweile den zweiten Virus. Und wir sind alle müde. Wir sind mürbe. Das ist überhaupt keine Frage. Viele Menschen sind wütend. Viele Menschen sind zornig. Und gerade in diesem Augenblick halte ich es für wichtig, auch mal den Blick über Deutschland hinaus nach Europa zu wenden. Und das ist ja auch der Sinn dieser Debatte. Und um das mal klarzumachen, weil es ja Leute gibt, die sagen, wir sind eine Insel, wir sollen national zuerst an uns denken und dann reicht das. Wir haben 9 Landaußengrenzen. Mit Ländern wie Dänemark, von denen wir zugegebenermaßen einiges lernen können in der Pandemie, und Ländern wie Tschechien, wo überhaupt nichts klappt. Alle Personen, die von Ost nach West, von Nord nach Süd über den Landweg durch Europa reisen, reisen durch Deutschland. Kein Land ist in den Wertschöpfungsketten so europäisch vernetzt, wie Deutschland das ist. Und was wäre unser Arbeitsmarkt ohne die 24-Stunden-Pflegerinnen aus Polen, ohne die Bauarbeiter, ohne die Logistiker und ohne die Erntehelferinnen und Erntehelfer aus Rumänien, Bulgarien und vom Balkan? Europa, meine Damen und Herren, ist für uns keine Frage. Europa ist keine Option. Europa ist unsere Wirklichkeit. Und deswegen können wir diese Pandemie auch nur europäisch lösen, meine Damen und Herren. Und weil das so ist, ist es auch wichtig, dass wir in dieser Zeit Solidarität üben, europäisch. Und darüber werden wir in einer späteren Debatte abstimmen. Ja, es ist richtig, dass wir in der Krise helfen. Ja, es ist richtig, dass wir in der Krise mit dem Eigenmittelbeschluss, mit dem Neustartpaket etwas Außergewöhnliches auf den Weg bringen. Aber, meine Damen und Herren, das ist die Ausnahme in der Krise, das ist die Solidarität in der Krise.
Und deswegen lehne ich es total ab, was Olaf Scholz und die AfD aus unterschiedlichen Gründen behaupten. Dass das nämlich der Einstieg in eine dauerhafte Fiskal- und Schuldenunion ist. Das ist es für uns definitiv nicht, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und es ist auch richtig, dass wir diesen Impfstoff europäisch gemeinsam beschaffen, aus den Gründen, die ich gerade genannt habe. Und natürlich ist es so, dass es vielleicht besser gewesen wäre für uns national alleine, aber nicht langfristig, wenn wir diesen Impfstoff alleine beschafft hätten. Aber trotzdem ist es richtig, dass wir das gemeinsam als Europäerinnen und Europäer gemacht haben. Ja, wir müssen uns anrechnen, dass es schlechter geklappt hat als im Vereinigten Königreich, in Israel oder in den Vereinigten Staaten. Ja, es ist wichtig, dass dieser Gipfel sich damit beschäftigt, warum das so war und dass die Impfstoffversorgung verbessert wird. Das ist überhaupt keine Frage. Aber wir müssen uns auch fragen, sind die europäischen Institutionen denn überhaupt bereit dafür gewesen, so eine Impfstoffbeschaffung zu organisieren? Haben wir nicht Dysfunktionalitäten in den europäischen Institutionen? Und deswegen bei aller Kritik gegenüber den handelnden Personen in Brüssel, das muss auch berücksichtigt werden. Wir müssen in Europa auch funktional besser werden für diese Krise. Und das muss eine Lehre aus dieser Pandemie sein, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wenn ich jetzt bei Kritik an handelnden Personen bin, dann möchte ich mal nach Deutschland zurückkehren. Und ich möchte einfach mal noch vor Augen führen, mit welcher Schärfe und mit welcher Häme handelnden Personen in der letzten Zeit hier kritisiert worden sind. Und ich schließe mich dieser Häme und Schärfe ausdrücklich nicht an, weil nämlich Entscheidungen getroffen worden sind und die meisten Entscheidungen waren im Übrigen auch richtig. Ich schließe mich dieser Häme und Schärfe nicht an, weil diese Entscheidungen unter Unsicherheit und im Risiko getroffen worden sind. Ich schließe mich dieser Häme nicht an, weil wir mittlerweile eine Unkultur in diesem Land haben, dass jegliche Fehler als Skandal, als Versagen oder als Versagen mit Vorsatz bezeichnet werden. Wo sind wir denn, meine Damen und Herren? Und wenn wir diese Fehlerkultur weiter fortführen, dann wird niemand mehr Fehler zugeben. Dann werden Fehler vertuscht und dann können wir auch nicht lernen. Und deswegen sollten wir uns überlegen, wie wir mit Fehlern in diesem Land umgehen, sollten nach vorne schauen und sollten daraus lernen. Aber eins ist auch richtig, und das ist überhaupt keine Frage. Ich habe gerade gesagt, Europa ist in Teilen dysfunktional für diese Krise aufgestellt gewesen. Das Gleiche gilt auch für unser Land. Und nein, ich möchte nicht den Föderalismus infrage stellen. Aber die Aufgaben- und Verantwortungszuordnung im Föderalismus war für diese Krise schlecht. Und da beißt die Maus keinen Faden ab. Die inneren Verwaltungsabläufe, die wir haben, sind nicht schnell und nicht flexibel und nicht agil genug. Übrigens nicht nur für die Krise, sondern für viele andere Herausforderungen auch. Und um das ganz klarzustellen, das liegt nicht an den Menschen, die in der Verwaltung arbeiten, sondern das liegt an dem politischen Rahmen, den wir hier auch im Deutschen Bundestag setzen. Und wenn, Herr Lindner, wir über Parlamentsbeteiligung reden, dann müssen wir darüber reden, wie wir hier einen neuen Rahmen schaffen, dass dieses Land besser und flexibler auf die Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft reagieren kann, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir müssen, und die Bundeskanzlerin hat es gesagt, und übrigens haben wir da mehr auf den Weg gebracht, als das öffentlich scheint. Wir müssen die Digitalisierung vorantreiben, und der Bundesinnenminister hat es auch gesagt und arbeitet daran. Wir brauchen eine neue Philosophie für den nationalen Katastrophenschutz. So wie das jetzt funktioniert, kann es nicht weitergehen. Und deswegen habe ich auch gesagt, wir brauchen in diesem Land nicht nur eine Reform, sondern wahrscheinlich sogar eine kleine Revolution. Auf diesem Land, auf diesem Staatswesen liegt der Staub von 200 Jahren. Und diesen Staub, den müssen wir jetzt spätestens in der Krise beseitigen. Aber das ist auch eine Wahrheit. Für die aktuelle Pandemie können wir nicht auf eine Revolution warten. Da müssen wir handeln. Da müssen wir schnell handeln. Und gestatten Sie mir diesbezüglich einen Gedanken. Ich bin, wie viele Kolleginnen und Kollegen auch, in die Politik reingegangen, um Leben zu erschützen, um Leben zu ermöglichen. Das ist die Motivation für uns, Leben vom Anfang bis zum Ende zu schützen und Leben zu ermöglichen. Weil ich zutiefst davon überzeugt bin, dass Leben die Voraussetzung für Freiheit ist, dass Leben und Gesundheit die Voraussetzung für die Inanspruchnahme von Grundrechten ist und dass Leben die Voraussetzung dafür ist und auch Gesundheit, dass ich mein Leben eigenverantwortlich gestalten kann. Und wenn das so ist, dann kann ich das natürlich nicht absolut setzen. Klar, ich muss es immer wieder ausbalancieren, den Wert des Lebens gegen andere Werte. Das ist überhaupt keine Frage. Aber man kann dann von mir als Politiker erwarten, dass ich priorisiere. Und wenn ich priorisiere, dann stelle ich fest, dass sich heute über 20.000 Menschen neu infiziert haben, dass heute weit über 200 Todesfälle gemeldet worden sind. Das sind im Übrigen ungefähr so viele Leute, wie hier jetzt im Saal sitzen. 200 Gesichter, 200 Schicksale, 200 Hoffnungen, 200 Enttäuschungen, 200 Mal Leid. Und das jeden Tag. Und nicht nur heute, nicht nur gestern, nicht nur vorgestern.
Und das muss auch das Primat unseres Handelns sein, dass wir dieses Leben schützen. Ja, und wir müssen vielleicht auch neben den Leuten, die wir immer wieder im Blick haben, zu Recht im Blick haben, die Gastwirte, die Einzelhändler, die Menschen, die sich danach sehen, soziale Kontakte haben, ist es doch auch unsere Aufgabe, diejenigen im Blick zu haben, die nicht laut sind. Das sind die Schwachen, die zu Hause bleiben müssen. Das sind die überlasteten Intensivpfleger. Das sind die Menschen, die mit Langzeiterfolgen erkrankt sind. Und das sind die Menschen, die einen elenden Tod gestorben sind. Und im Übrigen, wenn jetzt jüngere Menschen erkranken, dann werden sie einen noch elenderen Tod sterben. Und deswegen ist es unsere Verantwortung, was für diese Menschen zu tun. Und natürlich hilft Testen, natürlich hilft Impfen. Aber seien wir doch mal ehrlich. Das wird in den nächsten Wochen nicht reichen. Und deswegen ist eine große Währung, die wir in den nächsten Wochen haben, immer noch die Kontaktbeschränkung. Und diese Entscheidung müssen wir treffen. Wir werden, die Bundeskanzlerin hat es gesagt, nicht nur das Licht sehen, sondern wir werden wahrscheinlich im Sommer rauskommen. Aber es ist unsere Entscheidung, wie viele Menschen auf diesem Weg noch erkranken und sterben werden. Und vor dem Hintergrund haben wir auch die Entscheidung der Ministerpräsidentenkonferenz zu bemessen. Und bei allem Respekt, ich glaube, wir haben an der Stelle noch nicht genug getan, um diese Schwachen, um diese potenziell Kranken dann auch entsprechend zu schützen. Und da sollten wir uns überlegen, was wir noch tun können. Schlussbemerkung. Es ist so, dass ich am Anfang meiner Rede gesagt habe, ja, das Land ist unruhig. Viele Menschen, Bürgerinnen und Bürger, Journalistinnen und Journalisten, Politikerinnen und Politiker sind zornig und sind wütend. Es ist ein schleichendes Gift, was in unser Land einsickert. Das Gift der Wut. Und natürlich, Kritik ist notwendig. Das Ringen um die besten Konzepte ist unverzichtbar. Fehler müssen benannt werden. Und im Übrigen ja, auch persönliches Fehlverhalten muss konsequent bestraft werden. Und jeder, der handelt, muss sich auch verantworten. Aber bitte, lasst uns auf diesem Weg zusammenbleiben. Denn wenn wir nicht zusammenbleiben, wenn wir es gestatten, dass die Wut in diesem Land gewinnt, dann ist das das Gift, was viel, viel schlimmer ist als das Virus, was uns momentan beschäftigt. Und in dem Sinne wünsche ich uns, dass wir in den nächsten Wochen zusammen den Weg gehen, bis wir durchgeimpft sind und unser altes Leben wieder zurückhaben. Ralf Brinkhaus, der Vorsitzende der Unionsfraktion, betont wie nur wenige in diesem Parlament auch die Schwachen, die unter dieser Pandemie leiden. Der auch betont die Corona-Toten, die Kranken, die Neuinfektionen, alleine heute mehr als 22.000, und weist deshalb darauf hin, dass Kontaktbeschränkungen im Moment dann doch das entscheidende Mittel sind, um solche schwierigen Situationen und auch solche Todesfälle einzuschränken und zu begrenzen. Amira Mohamed Ali aus der Linksfraktion, dort Vorsitzende, ist die nächste Rednerin. Sehr geehrter Präsident, Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin. Ja, seit über einem Jahr leben wir in der Pandemie. Und schon viel zu lange herrschen Chaos und leere Versprechungen im Kabinett und Kanzleramt. Ausbaden müssen das millionenfach die Menschen in diesem Land, auch jetzt wieder direkt vor den Osterferien. Frau Bundeskanzlerin, ich muss es leider so klar sagen, wenn Ihre Bundesregierung bei der Impfstoffbeschaffung und der Teststrategie nicht so kläglich versagt hätte, dann hätte diese dritte Welle entscheidend abgemildert, wenn nicht sogar vermieden werden können. Und an diesem Versagen ändert auch Ihr Zurückrudern bei der Osterruhe nichts. Nehmen wir die Schnelltests. Im September letzten Jahres sagte Gesundheitsminister Spahn, ich zitiere, ich möchte, dass wir für bestimmte Situationen, zum Beispiel für den Besuch in Pflegeheimen, den Schnelltest deutlich häufiger, damit meine ich millionenfach, einsetzen. Was ist daraus geworden? Heute, Monate später, gibt es immer noch nicht genügend Tests, wo sie gebraucht werden, allen voran an den Schulen. Der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes sagt, 9 von 10 Schulen sind meilenweit von einer ausreichenden Ausstattung mit Tests entfernt, die aber nötig wären, um sicheren Präsenzunterricht zu gewährleisten. Die Lehrergewerkschaft Bildung und Erziehung attestiert Ihnen deshalb Totalversagen. Zu Recht. Ihr Corona-Management ist inzwischen, man kann es nicht anders sagen, ein Trümmerhaufen. Und das nicht nur, weil die Maßnahmenpakete immer verwirrender und chaotischer werden, sondern weil effektive und von renommierten Wissenschaftlern nahegelegte Maßnahmen einfach nicht getroffen werden. Zum Beispiel die Verpflichtung zum Homeoffice überall da, wo das möglich ist.
Noch immer müssen viele Menschen in Großraumbüros sitzen, weil die Arbeitgeber das Homeoffice einfach nicht erlauben. Sie werden gezwungen, sich einem unnötigen Infektionsrisiko auszusetzen. Und das Risiko ist ganz erheblich. Die TU Berlin hat in einer Studie ermittelt, dass eine mit Corona infizierte Person in einem Großraumbüro im Schnitt 8 weitere Menschen ansteckt. Und das, wenn das Büro nur zur Hälfte besetzt ist. Diesen Pandemietreiber, den muss man doch abstellen. Aber wieder einmal knicken Sie vor der Arbeitgeberlobby ein, das ist unverantwortlich. In einer der größten Krisen, die unser Land erlebt hat, gleicht das Regierungshandeln mehr und mehr einer Realsatire. Und das nicht nur, weil Sie allen Ernstes die Versager Andrea Scheuer und Jens Spahn die Taskforce für die Corona-Tests leiten lassen. Jetzt müssen Sie außerdem zum x-ten Mal die Corona-Hilfen für Unternehmen nachjustieren. Im Beschluss dieser Woche steht dazu, dass Sie für die besonders schwer betroffenen Unternehmen, Zitat, ein ergänzendes Hilfsinstrument im Rahmen europarechtlichen Vorgaben entwickeln wollen. Wie muss das klingen in den Ohren all der Unternehmerinnen und Unternehmer, der Soloselbstständigen, der Künstlerinnen und Künstler, die meterlange Formulare für die November- und Dezemberhilfen ausgefüllt haben und bis heute auf deren Auszahlung warten. Wie oft wollen Sie denen, denen das Wasser bis zum Hals steht, den Rettungsring eigentlich noch ankündigen? Werfen Sie ihn endlich! Frau Bundeskanzlerin, Sie haben es nicht geschafft, dass wir alle endlich Licht am Ende des Tunnels sehen. Sie haben es nicht geschafft, Hoffnung und Perspektive zu geben. Und das Ergebnis ist, dass bei immer mehr Menschen das Vertrauen in Politik verloren geht. Und das gilt nicht nur für Deutschland, es gilt auch für die Europäische Union. Und um es noch mal klar zu sagen, natürlich war es richtig, auf eine gemeinsame Lösung bei der Impfstoffbeschaffung zu setzen, aber das Ergebnis war nun mal katastrophal. Dabei hatte Jens Spahn im Oktober noch großspurig erklärt, Zitat, wir sichern uns deutlich mehr Impfstoff, als wir brauchen werden. Und er sagte sogar, wenn etwas übrig bliebe, könne man es anderen Ländern weiterverkaufen oder armen Nationen spenden. Das ist ein guter Plan. Aber leider ist es wieder nur bei den Ankündigungen geblieben. Bis heute haben gerade einmal 8% der Menschen in der EU die Zweifachimpfung bekommen. Das ist doch ein Armutszeugnis. Und nicht nur, dass wir damit meilenweit entfernt sind von der rettenden Herdenimmunität. Es bedeutet auch, dass nach inzwischen 3 Monaten seit dem Impfstart es immer noch nicht gelungen ist, die verwundbarsten Menschen unserer Gesellschaft zu schützen. Meiner Mutter zum Beispiel geht es wie vielen älteren Menschen. Sie ist 78 Jahre alt, hat sogar multiple Vorerkrankungen, aber bis heute keinen Impftermin in Aussicht. Und damit ist sie kein Einzelfall, sondern der Regelfall. Und das geht doch so nicht. Denn es betrifft nicht nur die betroffenen Menschen, es betrifft viel mehr Menschen. Denn ich bin mir sicher, dass es vielen so geht wie mir, nämlich dass ihnen ein riesiger Stein vom Herzen fallen würde, wenn sie wüssten, dass die Eltern, die Großeltern, dass andere geliebte Menschen, bei denen ein schwerer Krankheitsverlauf zu erwarten ist, endlich geschützt wären. Das wäre so wichtig. Es muss alles daran gesetzt werden, dass mehr Impfstoff produziert wird. Die Produktionskapazitäten müssen ausgebaut werden, ohne Wenn und Aber. Und ja, auch die Patente müssen freigegeben werden, Kolleginnen und Kollegen. Das letzte Mal, als ich das hier gefordert habe, da gab es herbe Kritik von Seiten der Union. Es hieß, man würde damit angeblich den Innovationsstandort Deutschland zerstören. Das war damals der Kollege Nüßlein. Naja, der ist ja jetzt nicht mehr bei der Union dabei. Vielleicht sind Sie jetzt ja offener für diese Idee. Aus Brüssel kommen derweil wieder falsche Signale. So behauptete der Binnenmarktkommissar Thierry Breton gerade erst steif und fest, es gebe absolut keinen Bedarf am russischen Impfstoff. Gleichzeitig diskutiert man wegen der Impfstoffknappheit einen Exportstopp für Impfstoffe aus der EU. Das passt doch nicht zusammen. Natürlich muss der russische Impfstoff wie jeder andere eingehend geprüft werden, bevor er die Zulassung erhält. Und das muss zügig geschehen. Der Thierry Breton, der ist übrigens auch zuständig für die Ressorts Verteidigung und Raumfahrt. Ich meine, möglicherweise hat der Name Sputnik V da einen Schock ausgelöst. Nein, hier darf es keine ideologischen Scheuklappen geben. Meine Damen und Herren, wie falsch die Richtung ist, in die diese Bundesregierung unser Land steuert, das zeigt eine Zahl. Während der Corona-Krise ging die Zahl der Pflegekräfte in Deutschland um 9.000 zurück. Eine ehemalige Krankenpflegerin sagte dazu gestern im ZDF, Zitat, das Klatschen, die Plätzchen und ein Pandemiebonus, den nicht mal alle bekommen haben,
Dieser Umgang mit uns hat mir den letzten Glauben an eine bessere Perspektive genommen. Meine Damen und Herren, so kann es doch nicht weitergehen. Wir brauchen einen grundlegenden Politikwechsel, aber nicht irgendeinen. Wir brauchen einen sozialen Aufbruch, eine Politik, die sich konsequent am Gemeinwohl ausrichtet und nicht am Profit der mächtigsten Lobbyisten. Vielen Dank. Amira Mohamed Ali, Vorsitzende der Linksfraktion im Deutschen Bundestag, wirft der Bundesregierung und der Bundeskanzlerin Fehler, auch Versagen vor in der Pandemiepolitik. Und trotzdem muss man sagen, dass diese Debatte alles in allem, was den Ton angeht und auch den Tonfall angeht, doch eine recht moderate ist, alles in allem, auch bei denen, die die Bundesregierung recht stark kritisieren. Die nächste Rednerin jetzt, Katrin Göring-Eckardt, Vorsitzende der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, Frau Bundeskanzlerin, ja, es ist gut, Fehler zuzugeben, und das hilft der Demokratie weiter. Es ist aber natürlich auch zwingend, aus Fehlern zu lernen. Es gibt Ideen, es gibt Konzepte, es gibt Erfindungen, diese schwere Lage zu bestehen. Was aber dieser Bundesregierung fehlt, ist Pragmatismus, Entschlusskraft und Mut, daraus wirklich etwas zu machen, über die Appelle an die Menschen hinaus, meine Damen und Herren. Es häufen sich Fehlentscheidungen, Irrungen und Wirrungen, Malle ja, Malente nein. Schnelltests in der Theorie ja, in den Schulen und Kitas vor Ort nein. Und am Arbeitsplatz auch nicht, jedenfalls nicht verbindlich. Lockerungen ja, noch vor wenigen Wochen, Schutzvorkehrungen nein. Vom Kommunikationsdesaster über AstraZeneca einmal ganz abgesehen. Das Problem ist, dass wir in dieser Zeit eigentlich Mut, Entschlusskraft bräuchten, aber schlecht regiert werden, verzagt regiert werden, dass wir gerade in eine Sackgasse geraten sind, und das mitten am Beginn, mitten in der dritten Welle dieser Pandemie, die so wahnsinnig gefährlich für uns alle in diesem Land ist. Diejenigen, die die Konsequenzen tragen, die Bürgerinnen und Bürger, die zeigen jeden Tag, dass sie Verantwortung übernehmen können. Mit Masken, mit Homeoffice, mit Homeschooling. Ja, all die, die in der Pandemie arbeiten, von der Pflegekraft bis zur Verkäuferin, den Leuten, die ehrenamtlich arbeiten, sie haben sie alle erwähnt. Wenn wir aus Fehlern lernen wollen, dann müssen wir die nächsten Schritte öffentlich beraten hier. Sie müssen gut begründet sein und nicht hinter verschlossenen Türen hin und her geschoben. Hier in Bundestag und Bundesrat, Bund und Länder zusammen, ja selbstverständlich, ja was denn sonst, meine Damen und Herren? Wir haben ja als Parlament schon bewiesen, dass das geht. Vor einem Jahr in diesem Bundestag über Parteigrenzen hinweg haben wir gezeigt, dass das geht. Wir waren sehr schnell, und wir haben sogar in dieser Zeit noch Fehler korrigieren können. Und jetzt? Die Zahlen steigen rasant. Die Menschen leiden gerade an der Pandemie genauso wie an der Politik der Bundesregierung. Ich sage Ihnen hierzu, wir sind als Bündnis 90 Die Grünen bereit, gemeinsame, vorausschauende, pragmatische Pandemiebekämpfung aus der Mitte dieses Haus zu machen. Von mir aus noch diese Woche. Wir können es hier tun, und wir können den Wellenbrecher, die Notbremse für diese dritte Welle ziehen, wenn wir es wollen, wenn wir gemeinsam anpacken, meine Damen und Herren. Diesen Kraftakt können wir machen. Und natürlich war es ein Riesenfehler, ohne Schutzvorkehrungen zu öffnen vor 14 Tagen. Und deswegen brauchen wir jetzt konsequente Maßnahmen. Daran geht es nicht vorbei. Es braucht einen Kurs von Vorsicht und Vernunft, eine echte Notbremse. Für die Sicherheit der Kinder und Lehrerinnen Testkapazitäten, die tatsächlich in Schulen und Kitas da sind. Es hilft nichts, die Verantwortung hin und her zu schieben. Man kann das ausrechnen. Wir brauchen 100 Millionen Tests. 100 Millionen, wenn wir alle Kinder in diesem Land zweimal die Woche testen wollen. Das ist nicht so schwer auszurechnen. Und deswegen braucht es gar nicht die Abfrage bei den Ländern, sondern einfach ausrechnen und dann sagen, und die stehen auch bereit, und jetzt müssen sie verteilt werden, damit sie an die Schulen und Kitas kommen. Was Eltern und Kinder gerade erleben, ist das Gegenteil, meine Damen und Herren. Und wir müssen dafür sorgen, dass die Büros wirklich zu sind. Sie sind es immer noch nicht. Und dort finden weiterhin in Großraumbüros Pandemietreiben statt. Wir müssen dafür sorgen, dass die Betriebe runtergefahren werden. Natürlich, wieso redet eigentlich darüber keiner und keiner, was in den Unternehmen zum Teil gerade passiert, wo eben immer noch keine Tests da sind? Und deswegen wäre es so wichtig, sie verbindlich zu machen.
Und natürlich muss klar sein, dass die Urlaubsrückkehrerinnen verbindlich getestet werden. Und dann bitte hier im Haus endlich einen verbindlichen Stufenplan festlegen, einen verbindlichen Stufenplan, der klar macht, in beide Richtungen, wann können wir öffnen, unter welchen Bedingungen, wann muss wieder geschlossen werden. Es kann doch nicht so schwer sein, meine Damen und Herren, dass wir das hier miteinander beschließen als klaren Rahmen, der dann, da bin ich bei Ihnen, der dann regional ausgestaltet werden muss, natürlich, aber dann eben verbindlich regional ausgestaltet werden muss und nicht so, dass Notbremsen, die klar an Zahlen orientiert sind, irgendwie interpretationsbedürftig sind. Das ist für mich die entscheidende Frage. Wir müssen endlich vor die Lage kommen. Ich bin es auch leid, dass es 1000 Erklärungen gibt, warum etwas nicht funktioniert. Ich möchte endlich, dass wir hier 1000 Lösungen diskutieren, wie es doch klappen kann. So wie beim Impfen. So wie beim Impfen. Eigentlich ein Meisterwerk der Wissenschaft. Das hätte auch durch ein Meisterwerk der Exekutive ergänzt werden müssen. Natürlich war es richtig, das europäisch zu organisieren, keine Frage. Es ist nicht gut gemacht worden, sagen jetzt alle, muss man korrigieren. Bitte denken Sie daran, dass es dabei bleibt, dass diese Krise auch nur global bekämpft werden kann und dass der Impfstoff auch im globalen Süden ankommen muss, meine Damen und Herren. Ohne das werden wir es nämlich auch nicht schaffen. Und ziehen wir den Fokus bitte weiter. Lernen wir nicht nur aus den aktuellen Fehlern, lernen wir insgesamt aus dieser Krise. Jetzt ist die Zeit, für eine bessere Zukunft zu planen, für Europa und für Deutschland. Wenn wir Krisen und Herausforderungen als etwas betrachten, was wir wirklich gemeinsam lösen können, mit Mut statt mit Wut, Herr Brinkhaus, dann schaffen wir ein neues danach. Eines mit offenen Restaurants und offenen Grenzen, mit Innenstädten voller Leben, und für alle. Die besten Orte müssen die sein, wo der Zusammenhalt in dieser Gesellschaft gelebt wird, wo wir Wissenschaft schätzen, wo wir die Natur leben. Das ist die Hoffnung, die uns eigentlich tragen kann. Die Hoffnung auf dieses Wirkliche danach. Meine Damen und Herren, alles ist drin in diesem Land. Es ist jetzt die Zeit, das Beste draus zu machen. Herzlichen Dank. Hoffnung auf ein Danach äußert Katrin Göring-Eckardt, die Co-Vorsitzende der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, hat aber auch vorher gesagt, es reiche nicht, Fehler einzugestehen. Man müsse auch aus Fehlern lernen und dazu gehöre dann eben unter anderem auch ein Stufenplan, der zwar regional ausgestaltet sein könne, aber eben auch verbindlich sein müsse. Und das Meisterwerk der Wissenschaft, das Impfen, der Impfstoff gegen Corona, brauche jetzt auch ein Meisterwerk der Exekutive. Katja Mast ist die nächste Rednerin. Sie ist stellvertretende Vorsitzende der SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen. Diese Corona-Pandemie hält uns seit über einem Jahr in ihrem Bann. Täglich und in allen Lebensbereichen. Kurz vor Ostern sind wir mitten in der dritten Welle mit ansteckenderen Virusmutationen. Zunehmend sind auch Kinder betroffen. Wir sehnen uns wirklich alle nach mehr Normalität und spüren gleichzeitig, dass die Pandemie noch nicht zu Ende ist und es noch dauert, bis alle geimpft sind. Und ja, das verlangt verdammt viel von allen ab. Und deshalb will ich hier und heute zuerst mal Danke sagen an all jene, die uns im Kampf gegen das Virus täglich unterstützen. Denn nach wie vor tun viele Menschen sehr viel, damit das Virus nicht noch stärker wird. Im Privaten, in den Schulen und Kitas, in den Verwaltungen, bei der Arbeit und natürlich ganz besonders in Krankenhäusern, Arztpraxen, Impfzentren und Pflegeheime. Sie alle haben unseren Respekt und unseren Dank verdient. Ich will in meiner Rede jedoch den Fokus auf Familien und Kinder legen. Denn darüber wird mir zu wenig gesprochen. Immer wieder sagen wir den Satz, es sind Familien, die unser Land durch diese Pandemie tragen. Das stimmt. Aber gerade Kinder leiden doch ganz besonders, denn Kinder brauchen andere Kinder, um sich gut zu entwickeln. Nach wie vor ist da
keine Normalität in Sicht. Freunde treffen, Sport und Freizeit, all das leidet und die Kinder leiden darunter. Weil nicht klar ist, wann diese Normalität zurückkehrt, brauchen wir neben dem Impfen andere Möglichkeiten für möglichst viel Normalität. Es ist wichtig und richtig, dass wir einen politischen Konsens haben, Schulen und Kitas zuerst und womöglich sie auch offen halten. Aber dieses Ziel, das braucht doch mehr Aufmerksamkeit, denn auch Schulen und Kitas werden zunehmend zu Hotspots, wenn wir dort nichts ändern. Und deshalb bin ich davon überzeugt, dass wir eine ehrgeizigere Teststrategie brauchen, gerade für unsere Kleinen, wie es unsere Bundesfamilienministerin Franziska Giffey immer wieder auch auf die Tagesordnung setzt. Es ist nicht nur für mich, sondern für viele Menschen im Land nicht nachvollziehbar, wieso Kinder in Kitas nicht verbindlich getestet werden, im Gegensatz zu den Grundschulen, wo das stattfindet oder stattfinden soll. Müssen wir da nicht mehr Ehrgeiz wagen? Müssen wir da nicht eigentlich an dem Ziel arbeiten, gerade unsere Kinder täglich zu testen, damit Kitas offen bleiben können, nicht zu Hotspots werden und Familien entlastet werden? Ich weiß, dass es da große Herausforderungen gibt. Aber müssen wir nicht sagen, wo wir hinwollen? Und ich will zu täglichen Tests für Kinder und Erwachsene in Schulen und Kitas, damit wir unser Versprechen, Schulen und Kitas zuerst mit Leben füllen. Und seit vielen Monaten stecken Familien im Dauerspagat aus Homeschooling, Homeoffice und Kinderbetreuung. In einer Riesenkraftanstrengung ist es uns Anfang des Jahres gelungen, dafür den Familien Zeit zu geben. Wir haben die Kinderkrankentage verdoppelt und die Voraussetzungen dafür verbessert. Doch jetzt im Lockdown sind die Kinderkrankentage teilweise aufgebraucht. Die Familien benötigen sie aber nicht nur während der Pandemie, sondern darüber hinaus. Denn Kinder werden nicht nur bis März krank, sondern bis Dezember. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich finde, wir brauchen mehr Kinderkrankentage, um die Familien erneut zu entlasten in diesem besonderen Jahr. Für mich ist klar, wir stärken Kinder und Familien, indem wir sie unterstützen und mehr politische Aufmerksamkeit für verbindliche Tests geben. Das stärkt natürlich die Familien selbst, das ist unser aller Anliegen. Aber es stärkt vor allen Dingen auch das Soziale und den sozialen Zusammenhalt, wie Rolf Mützenich vorhin hier auch eingefordert hat für die SPD-Bundestagsfraktion. Denn Corona-Tests sind eine Brückentechnologie, bis alle geimpft sind. Und natürlich sollte das, was in Kita und Schule gilt, selbstverständlich auch am Arbeitsplatz gelten. Mehr und regelmäßige Tests, wenn notwendig, auch verbindlich statt freiwillig, weil nur dann nutzen wir diese Brückentechnologie für alle. Auch wenn viele Menschen in dieser Woche vor Ostern müde sind, eins weiß ich, Ostern ist das Fest der Auferstehung. Ostern bedeutet ein neues Leben. Ein neues Leben, das können wir auch, wenn wir alle gemeinsam in eine Richtung gehen. Die Pandemie besiegen wir gemeinsam und solidarisch. Helfen Sie alle mit. Katja Maas war das, stellvertretende Vorsitzende der SPD-Fraktion. Und sie verbindet die Osterbotschaft auch mit der Aussicht auf bessere Zeiten in einer Nachpandemiezeit oder zumindest in einer Pandemiezeit, in der mehr getestet wird und vor allem mehr geimpft. Rein theoretisch müsste es jetzt ums Geld gehen, denn Albrecht Glaser ist auf dem Weg zum Pult für die AfD-Fraktion und in der ist er finanzpolitischer Sprecher. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ein Kernthema des Europäischen Rates soll der Binnenmarkt der EU sein. Bei dessen Ankündigung ist ein Papier des Europäischen Rats hinterlegt,
Dort ist von der Vertiefung des Binnenmarkts für einen kräftigen Wiederaufschwung und ein wettbewerbsfähiges, nachhaltiges Europa die Rede. Und auch davon, dass die Führungsspitzen der EU dazu aufrufen, ein neues System der globalen wirtschaftspolitischen Steuerung zu errichten. Diese und viele weitere seltsame Formulierungen ergeben ein Bild von der Scheinwelt der Eurokratie. Wir brauchen mehr Schulden für die Erholung Europas, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das ist auch die Fantasie des Finanzministers. Resilienz durch Steuererhöhung, obwohl Europa schon über 100% Staatsschulden pro Staat hat. Und wir haben eine steigende Tendenz. Lassen Sie mich also zum wichtigen Dingen in Sachen Binnenmarkt kommen. Eine markante professorale Stimme äußert sich soeben zum Eigenmittelbeschluss wie folgt. Ich zitiere: Wir stehen vor der größten Weichenstellung in der Geschichte der Europäischen Union seit Einführung des Euro. Es ist gleichzeitig auch die teuerste Veränderung und auch der größte Bruch vertraglicher Verpflichtungen. Zitat Ende. Schon in früheren Jahren, so ein Zitat, hatte Merkel keinen Hehl daraus gemacht, wohin die europäische Entwicklung aus ihrer Sicht gehen soll. Die EU-Kommission solle eine europäische Regierung werden, das EU-Parlament gestärkt und der mächtige EU-Rat der 27 Regierungen die Rolle einer Länderkammer einnehmen. So Merkel 2012, schreibt das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Merkels Projekt ist also die Auflösung der deutschen Staatlichkeit, der Staatlichkeit auch anderer Demokratien in Europa und damit natürlich auch eine Auflösung der parlamentarischen Demokratie als Staatsform in Europa. Ein großer Schritt in dieser Richtung soll mit der Ratifizierung des Eigenmittelbeschlusses des Rates durch dieses Parlament vollzogen werden. Hinter diesem harmlosen Etikett verbirgt sich eine epochale Entscheidung. Erstmals in ihrer Geschichte wird die EU über Anleihen erhebliche Mittel am Kapitalmarkt aufnehmen und den Mitgliedstaaten als verlorene Zuschüsse zur Verfügung stellen, schreibt der Bundesrechnungshof in diesen Tagen. Wortzitat. Der Wiederaufbaufonds, wie dieses Abenteuer pathetisch genannt wird, ist ein schuldenfinanzierter Transfer zwischen den Mitgliedstaaten, schreibt der Bundesrechnungshof ebenfalls wortzitatlich. Die Verschuldung der EU für das absurde Projekt wird über eine Inflationssicherung in Wahrheit 800 Milliarden betragen. Zu deren Abfinanzierung will die EU ein Zugriffsrecht auf zusätzlich 0,6% des Bruttonationaleinkommens eines jeden Mitgliedstaates. Das sind, meine Damen und Herren, 4 Billionen zusätzlich gegenüber dem geltenden Rechtszustand. Dieser erhöhte Zugriff der EU soll nur vorübergehend bis 2058 möglich sein. Vorübergehend im Verständnis der EU bedeutet also ein Zeitraum von knapp 40 Jahren. Vielleicht hatten wir alle einen anderen vorübergehend Begriff bisher. Zu Recht kalkuliert die EU das Risiko ein, dass Mitgliedstaaten dem Mittelabruf ganz oder teilweise nicht rechtzeitig nachkommen oder mitteilen, dass sie dem Aufruf nicht nachkommen können. So der Wortlaut des Artikel 9 Absatz 5 des Eigenmittelbeschlusses. Die teilen mit, wir wollen nicht zahlen. Und in diesem Fall kann die Kommission andere Mitgliedstaaten ersatzweise in Anspruch nehmen. Das unterschreiben wir übermorgen, wenn wir morgen diesen Pakt beschließen. Dabei geht es, wie ein seriöser Professor ausgerechnet hat, für Deutschland um ein maximales Haftungsrisiko von 800 Milliarden. Damit sind wir bei des Pudels Kern. Wo ist in den Verträgen die begrenzte Einzelermächtigung für die EU zu finden, Geld für Resilienz, Digitalisierung und ökologische Transformation in Europa zu verteilen? Eine solche bräuchte es nach Artikel 5 Absatz 2 des EUV. Woraus ergibt sich die Ermächtigung der EU, mehr als 800 Milliarden Kredite aufzunehmen, diese als Eigenmittel umzuetikettieren und die Mitgliedstaaten zu verpflichten, die Generationen der nächsten 40 Jahre in Schuldknechtschaft zu nehmen? Wo nehmen die EU-Organe, die Bundesregierung, dieser Bundestag das Recht her, für dieses Land Haftungen für Schulden anderer Mitgliedstaaten zu übernehmen, obwohl nach Artikel 125 Absatz 1 Satz 1 des AEUV dies wörtlich und sinngemäß verboten ist? Die Kanzlerin hat 2012 für ganz Europa hörbar erklärt, eine gesamtschuldnische Haftung wird es nicht geben, solange ich lebe. Ich wiederhole das vom vergangenen Tag. Eine ähnliche Botschaft hatte die EU bei der Einführung des EU an jeden Laternenmast gehängt. Muss Deutschland für die Schulden anderer Länder aufkommen, hing da zu lesen. Ein ganz klares Nein.
In Artikel 9 Absatz 5 des Eigenmittelbeschlusses lesen wir schwarz auf weiß genau das Gegenteil von dieser Parole. Ökonomisch ist diese Helikoptergeldverteilung nicht nur sinnlos, sondern kontraproduktiv. Ich komme zum Schluss, Herr Präsident. Die hochverschuldeten Länder mit einer wohlhabenden Bevölkerung und niedrigen Steuern werden von weniger Verschuldeten mit höherer Steuerlast alimentiert. Die Soliden sollen im gemeinsamen Haus den Kühlschrank füllen, damit die Unsortierten ihn leeren können. So funktioniert jedoch, meine Damen und Herren, keine Wohngemeinschaft und eine Staatengemeinschaft schon gar nicht. Ich wünsche Ihnen allen ein gutes Gewissen bei der illegalen Schulden- und Haftungsorgie, die Sie morgen feiern wollen. Herzlichen Dank. Albrecht Glaser war das, der finanzpolitische Sprecher der AfD-Fraktion, löste die eine und andere etwas heftigere Reaktion aus in den Reihen, hat hier seine Sicht auf die Europäische Union dargestellt und insbesondere auch seine Sicht auf die europäische Finanzpolitik. Und wir gucken, wie es weitergeht in der Aussprache zur Regierungserklärung, die ja zum Europäischen Rat war, aber auch zur Corona-Politik. Jetzt Alexander Dobrindt, Vorsitzender der CSU-Landesgruppe. Kolleginnen und Kollegen, mangelnde Akzeptanz kann auch zu unkontrollierten Infektionsgeschehen führen. Ja, genau deswegen ist es so entscheidend, dass wir die Balance halten zwischen der Distanz auf der einen Seite und der Akzeptanz auf der anderen Seite. Und deswegen war es auch richtig, dass diese Entscheidung zur Osterruhe zurückgenommen wurde. Und wir haben Respekt vor genau dieser Entscheidung, weil es deutlich geworden ist, dass sie schwer umsetzbar ist, weil sie die Balance zwischen Vorsicht und Perspektive nicht ausreichend gehalten hat. Aber das, liebe Kolleginnen und Kollegen, entbindet uns in keinster Weise davon, Entscheidungen zu treffen, die das Infektionsgeschehen nach unten drücken werden. Wir haben immer noch ein dynamisches Infektionsgeschehen, 20.000 Neuinfektionen. Das ist alles andere als eine Pandemie, die unter Kontrolle ist. Und deswegen sind Maßnahmen notwendig, dieses Infektionsgeschehen nach unten zu drücken, meine Damen und Herren. Fast 20.000 Neuinfektionen, das ist eindeutig zu viel. Ein dynamisch steigendes Inzidenzwachstum, das ist eindeutig zu schnell. Eine Virusvariante, die besonders in jüngeren Bevölkerungsgruppen aktiv ist, das ist eindeutig die falsche Entwicklung. Und wir können das in unserer Nachbarschaft in Österreich sehr genau beobachten, wie diese Entwicklung mit der Virusvariante voranschreitet. In Niederösterreich, in Salzburg, im Burgenland sind es gerade die jungen Menschen, die Schülerinnen und Schüler, die 5- bis 14-Jährigen, die inzwischen eine Inzidenz von 500 vorweisen. Das Infektionsgeschehen wird aus der Schule, aus den jungen Menschen herausgetrieben. Deswegen gehen diese Bundesländer in Österreich jetzt auch in einen harten Lockdown. Der Unterricht wird auch nach Ostern digital fortgesetzt. Wir haben jetzt die Chance, in die Osterferien in den Schulen zu gehen. Aber nach Ostern, wenn die Schule wieder beginnt, dann brauchen wir auch entsprechende Konzepte in den Schulen. Die sind noch nicht ausreichend. Es geht um die fehlenden Luftfilter. Es geht um die Tests, die noch nicht stattfinden. Wer die Schulen nicht schließen will, der muss sie auch besser schützen. Das ist der Maßstab, um den es geht. Und ja, natürlich ist das Aufgabe der Länder. Das ist richtig. Es wurde hier auch entsprechend erwähnt. Aber das ergibt trotzdem die Möglichkeit, in den Bund-Länder-Konferenzen, in der Ministerpräsidentenkonferenz auch über diese Frage der Schulen und der Fortgang der Schulen, der Sicherung der Schulen zu reden, wenn es nicht ausreichend stattfindet. Und wir brauchen natürlich, auch wenn wir die Perspektive geben wollen über diese Pandemie aus, mit Öffnungen auch innovative Konzepte. Dazu gehört der digitale Testpass, dazu gehört der digitale Impfpass als Ticket zurück in die Normalität. Und dazu gehört auch das digitale Zertifikat der EU. Ich finde es richtig, Frau Bundeskanzlerin, dass über dieses Zertifikat jetzt auch im Europäischen Rat gesprochen wird, Vereinbarungen getroffen wird. Und natürlich kann man sich, wenn man über die Frage der EU diskutiert, auch darüber auslassen, dass die Geschwindigkeit, mit der die EU arbeitet, nicht ausreichend genug ist.
Man kann sich natürlich darüber unterhalten, dass wir in den letzten Monaten festgestellt haben, dass die EU zu langsam agiert hat bei Impfstoffen und vielen anderen mehr. Aber, meine Damen und Herren, ich will auch sehr klar sagen, eine Pandemie, wie wir sie erleben, hat auch eine Qualität, die europäischen Länder auseinanderzutreiben. Und ich bin froh und dankbar, dass es gelungen ist, Europa und die Länder zusammenzuhalten in dieser Frage und dafür die richtigen Entscheidungen zu treffen, meine Damen und Herren. Sehr geehrter Herr Glaser, Sie haben sehr viel jetzt über die europäischen Verträge geredet, Interpretationen dazu gegeben, die ich nicht für richtig erachte, weil der oberste Grundsatz auch in der Europäischen Union natürlich auch die Solidarität der Mitgliedstaaten untereinander ist. Und diese Solidarität leben wir hier. Und Sie haben einen Widerspruch aufgemacht zwischen Souveränität und Solidarität. Nein, ich sage Ihnen, es gibt keinen Widerspruch zwischen Souveränität und Solidarität. Es sind zwei Seiten einer Medaille in Europa. Und wir leben beide. Und damit sind wir erfolgreich. Und sehr geehrte Damen und Herren, im Nachgang zu der Bund-Länder-Konferenz gibt es zu Recht auch eine Debatte darüber, ob wir die Entscheidungsprozesse auf den Prüfstand stellen müssen. Ja, ich glaube, die Entscheidungsprozesse müssen sich auch verändern. Ich bin auch dankbar, dass die Ministerpräsidenten gestern und heute zum Teil genau das auch formuliert haben, dass man die Entscheidungsprozesse verändern muss. Bund-Länder-Konferenzen, damit wir uns richtig verstehen, sind ein notwendiges Instrument, waren auch ein besonders notwendiges Instrument, gerade am Anfang der Pandemie, um einen breiten Konsens zu schaffen, einen breiten Konsens zwischen den Ländern zu schaffen, einen breiten Konsens auch zwischen den regierenden Parteien zu schaffen. Aber wenn es jetzt darum geht, eine Pandemie, die deutlich länger dauert, als wir das alle erwartet haben, zu bekämpfen, dann brauchen wir auch eine direkte Anbindung der Parlamente an diese Entscheidung. Dann brauchen wir auch eine direkte Anbindung des Deutschen Bundestags an diese Entscheidungen. Die Bund-Länder-Konferenz ist ein notwendiges Mittel, aber sie darf auch kein Notparlament werden, meine Damen und Herren. Der Deutsche Bundestag ist das Parlament. Deswegen meine dringende Bitte, wir brauchen bei den Entscheidungen, die auch in Zukunft anstehen und anstehen werden, um diese Pandemie zu bekämpfen, einen neuen Stil, auch in der Abstimmung mit dem Deutschen Bundestag. Dann kann daraus auch wieder Akzeptanz erschaffen werden, die dazu führt, dass wir gemeinsam diese Pandemie erfolgreich bekämpfen. Herzlichen Dank. Alexander Dobrindt, der Vorsitzende der CSU-Landesgruppe, warnt, dass die EU in der Pandemie auseinanderdriften könnte, äußert aber auch die Zufriedenheit, dass das bislang nicht geschehen ist und hofft, dass das auch nicht geschehen wird. Und im Hinblick auf die Bund-Länder-Runde, dieses Gremium, das in den vergangenen Tagen ganz besonders intensiv aus gutem Grund diskutiert worden ist, da fordert er eine direkte Anbindung der Entscheidungen dort an die Parlamente und natürlich auch an den Bundestag. André Hunko ist der nächste Redner, europapolitischer Sprecher der Linksfraktion. Das zeigt ein wenig das Problem, was wir gegenwärtig hier haben. Wir führen bei einer Debatte zum Europäischen Rat weitestgehend eine nationale Corona-Diskussion. Das ist eigentlich so nicht angemessen. Wir brauchen hier endlich eine angemessene Einbindung dieses Parlament zur Corona-Diskussion und nicht ersatzweise bei der Debatte zum Europäischen Rat. Frau Bundeskanzlerin, ich fürchte, Sie werden bei diesem Gipfel den gleichen Fehler machen wie im Oktober 2015, was das Verhältnis zu Erdogan angeht. Jetzt ist vorgesehen eine Positivagenda mit der Türkei. Auch 2015 war Erdogan mit dem Rücken zur Wand wie jetzt. Damals sind Sie nach Istanbul gefahren, haben auch eine Positivagenda vorgelegt und Erdogan konnte sich gerade noch mal über die Wahlen am 1. November retten. Ich finde, angesichts der Zeichen der letzten Tage und Wochen, dem Verbot, der Verbotsdrohung der zweitgrößten Oppositionspartei, der HDP, denn weiterhin der Nichtumsetzung der Urteile zu Demirtas und Kavala,
dem nächtlichen Ausstieg aus der Istanbul-Konvention, den Waffen, den Drohungen auch im türkisch besetzten Teil Zyperns, wo deutsche Leopardpanzer sind. Ich finde, angesichts dieser Agenda darf es keine Positiv-Agenda geben, darf es kein Upgrade geben, keine zusätzlichen finanziellen Hilfen. Stattdessen muss endlich das umgesetzt werden, was die meisten europäischen Länder, meisten EU-Länder mittlerweile auch wollen, nämlich ein Waffenexportverbot an Erdogan. Also keine Positiv-Agenda. Zur Istanbul-Konvention. Es ist vieles Richtiges gesagt worden. Es ist eine großartige Konvention. Es ist unerträglich, dass per nächtlichem Dekret hier ausgetreten wird. Aber auch die EU sollte endlich diese Konvention ratifizieren. Und Deutschland sollte die Vorbehalte in Artikel 59, da geht es um den Aufenthaltsstatus von gewaltbedrohten Frauen, deren Aufenthaltsstatus unsicher ist, zurücknehmen. Keine Positivagenda für die Türkei, Frau Merkel, beim jetzigen Gipfel. Vielen Dank. André Hunko, europapolitischer Sprecher der Linksfraktion, mit Anmerkungen zur Türkei, unter anderem mit einer Forderung des Stopps von Waffenexporten an die Türkei. Nächste Rednerin wird hier Franziska Brandner sein. Aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Auch sie ist europapolitische Sprecherin. Und jetzt geht es tatsächlich hier in dieser Debatte auch nochmal um europapolitische Fragen, also dem eigentlichen Kern der Regierungserklärung der Kanzlerin heute. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, sehr geehrte Damen und Herren. Vor fast genau einem Jahr haben Sie, Frau Bundeskanzlerin, hier vor dem Bundestag folgenden Satz gesagt. Wir haben in dieser Krise auch die Aufgabe zu zeigen, wer wir als Europa sein wollen. Ein Jahr später fehlt es immer noch an Impfstoff, an Tests und viele unverheiratete Paare können sich wieder oder immer noch nicht sehen. Sie hatten als deutsche EU-Ratspräsidentschaft 6 Monate Zeit, um Impfstoff- und Teststrategien zu koordinieren, um ihre Produktionskapazitäten zu stärken. Das haben Sie versäumt. Und die Bundesregierung hat beim Impfstoff für die Produktion auf den Markt gesetzt. Sie hat geglaubt, dass der Markt schon liefert, wenn der Preis hoch genug ist und die Verträge stimmen. Welch gravierender Fehler. Dabei zeigen die USA, wie es geht mit einer Impfstoffwirtschaft. Wir müssen jeden einzelnen Schritt in den Lieferketten koordinieren, finanziell stärken und wo nötig eben auch regulieren. Wer das immer noch mit Planwirtschaft verunglimpft, der hat den Schuss nicht gehört. Und deswegen müssen wir auch beim Thema Impfstoffexporte ganz klar sein. Der globale Süden braucht dringend Impfstoff. Hier müssen wir solidarisch sein. Aber genauso klar muss sein, wer selbst Impfstoff produziert, bereits eine hohe Impfquote hat und sich trotzdem weigert, Impfstoff zu teilen, der muss auch mit einem europäischen Exportstopp rechnen. Und ich erwarte, dass Sie sich, Frau Merkel, wenn Boris Johnson jetzt der Europäischen Union droht, dass Sie sich vor die Europäische Kommission stellen und klarstellen, diese Ungerechtigkeit, die akzeptiert die Europäische Union nicht. Und erlauben Sie mir zur Türkei, Frau Merkel, Sie haben gesagt, der Umgang mit der HDP, das Parteiverbotsverfahren, sei bedauerlich. Das ist nicht bedauerlich, das ist einfach mit aller Härte zu kritisieren. Das ist fatal. Und wenn Herr Maas davon spricht, dass der Austritt aus der Istanbul-Konvention ein falsches Signal sei, da kann ich nur sagen, er hat nichts verstanden. Frauenrechte sind der Gradmesser für Demokratie. Und daran muss man die Türkei messen. Von daher ein Zeichen der Modernisierung der Zollunion ist zu diesem Zeitpunkt der absolut falsche Schritt. Frau Bundeskanzlerin, wir brauchen ein Europa, das handelt, nicht hadert. Sie haben vorhin selber gesagt, nehmen wir es in die Hand. Sie haben diese Verantwortung jetzt bei dem europäischen Gipfel. Übernehmen Sie diese Verantwortung und machen Sie was draus.
fordert Franziska Brandner, die europapolitische Sprecherin der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, in dieser Aussprache zur Regierungserklärung der Bundeskanzlerin zum Europäischen Rat, der heute per Videoschalte berät. Nächste Rednerin in dieser Debatte hier ist Katja Leikert, stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion und da zuständig für den Bereich Europa und Außenpolitik. Wie wäre die Pandemie ohne die Europäische Union verlaufen? Ohne die große Solidarität, wie wir sie in keinem anderen Teil der Welt gesehen haben. Sicherlich schlechter für unsere Bevölkerung. Es hätte sicherlich mehr schreckliche Bilder gegeben wie aus Bergamo, mehr Todesfälle und mehr wirtschaftlichen Schaden. Unsere Europäische Union kann in der Krise echte, greifbare Erfolge aufweisen. Und vielleicht machen wir uns diese Erfolge auch ab und zu einfach mal bewusst. Mit EU-Mitteln in Höhe von 1 Milliarde Euro haben wir die Erforschung von Impfstoffen und Medikamenten europäisch vorangetrieben. Nie gab es schneller einen Impfstoff. Auch das ist ein Ergebnis unseres Zusammenhalts als Europäer. Und es ist doch völlig illusorisch zu glauben, wir hätten uns mit 26 anderen Staaten zusammenraufen können, um so viel Geld in die Impfstoffforschung zu geben. Dank dieser gemeinsamen Investition stehen eben nicht alle Impffabriken in China oder den USA. Wir produzieren in Europa aktuell an elf Standorten Impfstoffe. Insgesamt könnten über 26 Standorte in Europa produzieren. Und genau da wollen wir hin. Da muss auch Europa besser werden. Mehr Impfstoffproduktion in Europa für Europa. Und das heißt überhaupt nicht, dass wir jetzt eine Europa-First-Strategie wollen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Denn einen hochspezialisierten Impfstoff wie von BioNTech kann man eben nicht allein herstellen. Der in Mainz entwickelte Impfstoff hat 280 hochspezialisierte Inhaltsstoffe aus 83 Ländern. Und das geht nur europäisch und das geht übrigens auch nur international. Und übrigens funktioniert auch die ganze Pandemiebekämpfung nur global. Es hilft überhaupt niemandem, wenn wir nur die westliche Welt immunisieren. Dann marschieren die Mutanten schneller auf, als wir impfen können. Die Europäische Union handelt auch hier klug und solidarisch, wenn Impfstoffe im Rahmen der COVAX-Initiative der WHO in ärmere Länder exportiert werden. Frau Göring-Eckardt sieht das ja auch hier an dieser Stelle ganz genauso. Und lassen Sie uns bitte auch hier über die Parteigrenzen hinweg zusammenbleiben. Und vielleicht sehen wir auch diese Strategie der Europäischen Union, die für globale Verantwortung steht, irgendwann einmal als weitsichtige Strategie zu würdigen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, die Europäische Union hat nicht alles richtig gemacht. Niemand hat in der Pandemie alles richtig gemacht. Und es ist gut, wenn Fehler eingestanden werden und Kurse korrigiert werden. Aber wir müssen auch hier 12 Monate nach Ausbruch der Pandemie die Fakten nicht aus den Augen verlieren. Und weil manche in Dauerschleifen Wiederholung, die Bestellung sei schlecht gelaufen oder die Strategie sei unklar. Oder wie Frau Mohammed Ali von der Linke vorhin von Realsatire gesprochen hat oder von Katastrophe. Davon sind wir weit entfernt. Der Impfstoff wurde gemeinsam optioniert. Insgesamt 2,6 Milliarden Impfdosen sind ausreichend bestellt für alle Europäerinnen und Europäer, von Hanau bis Porto, von Vilna bis Palermo. Und diese Strategie wurde auch klar kommuniziert. Bis zum Sommer sollen 70% der Bevölkerung geimpft sein. Und wir sehen es ja bei uns, wie es vorangeht. Aktuell impfen wir in Deutschland alle 0,4 Sekunden. Jeder Zehnte hat bereits eine Impfung. Und ja, natürlich muss das schneller gehen. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, leider gibt es auch Tiefschläge und es ist völlig inakzeptabel, wenn wir erfahren, dass AstraZeneca 29 Millionen Impfdosen in der Nähe von Rom lagert, wohl für den Export nach Großbritannien, und gleichzeitig nur ein Drittel der zugesagten Menge an die Europäische Union liefert.
Und wir von der CDU-CSU-Fraktion sind die Letzten, die Handelsbeschränkungen für gute, grandiose Lösungen halten. Wir haben ja auch in Volkswirtschaftslehre aufgepasst, aber hier ist es richtig. Und da hat die Kommission unsere volle Unterstützung, wenn sie den Export dieser Impfdosen untersagt, bis diese Sache aufgeklärt ist. Und im Zweifel hilft dann eben auch nur ein Exportverbot. Auch das muss die Europäische Union lernen, mehr gemeinsame Stärke zeigen zur Durchsetzung der eigenen Interessen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte auch noch auf den wirtschaftlichen Wiederaufbau zu sprechen kommen, weil ich ihn eben für zentral halte. Auf sich allein gestellt wären in Europa längst mehrere Staaten bankrott gegangen. Weite Teile der deutschen Wirtschaft wären dabei in Mitleidenschaft gezogen. Und stattdessen waren wir in der Lage, gemeinsam zu agieren, nicht nur über das EU-Kurzarbeiterprogramm SURE. Das hat viel dazu beigetragen, bei vielen Menschen, über 25 Millionen Menschen in Europa, neue Hoffnung und Sicherheit zu geben. Es ist ein Erfolgsmodell made in Europe. Dann zu dem 750 Milliarden Corona-Wiederaufbaufonds. Aus ein ganz klarer Verdienst der Bundeskanzlerin. Er zeigt schon jetzt, dass die Finanzmärkte damit stabilisiert werden konnten. Herr Glaser, auch das ist vielleicht eine Einsicht für Sie, Sie sind ja jetzt gar nicht mehr da, sehe ich. Der Euro ist nach wie vor die zweitwichtigste Währung der Welt. Und das war eine geschlossene Antwort auf die Covid-Krise. Und wir von der CDU, CSU werden größten Wert darauf legen, dass dieses Geld, wie vorgesehen, in die Zukunft investiert wird, von Digitalisierung bis Klimaschutz. Liebe Kolleginnen und Kollegen, auch das ist klar, Europa muss lernen und braucht Reformen. Und was Ralf Brinkhaus vor ein paar Wochen für Deutschland gefordert hat, eine Kraftanstrengung, um unser Staatswesen Richtung Zukunft auszurichten, das gilt eben auch für Europa. Das betrifft die Stabilisierung der Eurozone genauso wie den digitalen Binnenmarkt und auch eine globale Handelspolitik. Und genau deshalb ist es gut, dass die EU-Zukunftskonferenz. Kollegin Leipert, Sie können selbstverständlich weitersprechen, tun das aber auf Kosten Ihrer Kollegen. Ich komme zum Ende. Und genau das muss unser Ziel sein, dass die nächste Krise auf ein wehrhafteres, agileres Europa treffen wird. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Katja Leipert, Vize-Fraktionsvorsitzende der Unionsfraktion, sagt, niemand hat alles richtig gemacht, auch nicht auf europäischer Ebene. Dennoch stehe die EU vergleichsweise gut da in der Pandemie. Und wir schauen auf die nächste und drittletzte Rednerin in dieser Aussprache zur Regierungserklärung. Nezahat Baradari, SPD-Fraktion in der Fraktion, Mitglied in einer Arbeitsgruppe zu den Folgen von Covid-19. Und sie ist Kinderärztin mit eigener Praxis. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Nach einem Jahr bestimmt die Corona-Pandemie weiterhin das Leben der Menschen auf der ganzen Welt. Die EU ist leider davon nicht ausgenommen. Stand heute sind über 936.000 Menschen laut WHO an der Corona-Pandemie in der Europäischen Union gestorben. Nach wie vor gehen wir auf einem sehr langen und sehr steinigen Weg, bis wir unser normales Leben einigermaßen wieder zurückhaben können. Gleichfalls dürfen wir den Kopf nicht in den Sand stecken und müssen positiv, ja, wir müssen positiv in die Zukunft blicken, denn es wird auch ganz sicher eine Zeit nach Corona geben. Wir müssen der EU endlich ein erkennbares Zeichen des Aufbruchs setzen, denn es ist unsere Aufgabe, aus dieser Pandemie die richtigen Lehren für die europäische Gemeinschaft zu ziehen und entsprechend konsequent zu handeln. Die EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen muss sich gegenüber den Impfstoffherstellern noch erkennbarer und nachhaltig durchsetzen, damit die zugesagten Lieferungen auch wirklich ankommen. Ebenso darf es in einer Pandemie an einer so entscheidenden Stelle keine falsche Sparsamkeit geben, um es ganz deutlich zu sagen, dies ist völlig fehl am Platz und hat, wie wir sehen, verheerende Folgen.
Ich möchte an dieser Stelle auch konstatieren, dass das EU-Health-Programm mit 9,4 Milliarden Euro einfach zu kurz gegriffen ist. Das wird uns noch ordentlich vor die Füße fallen. Wo zeitnah zusätzliche Impfstoffdosen nachbestellt werden können, muss dies auch erfolgen. Transparent und offen kommuniziert. Gerade bei der Transparenz gegenüber der Öffentlichkeit, aber auch gegenüber dem direkt gewählten Europaparlament, hat es von Seiten der Kommissionschefin in den vergangenen Monaten an etlichen Stellen erheblich gemangelt. Dies hat zu einem Klima des Misstrauens geführt. Den Kolleginnen und Kollegen im Europäischen Parlament wurden monatelang entscheidende Informationen vorenthalten. Das ist inakzeptabel. Genau diese Art der mangelnden Kommunikation zerstört das so dringende, notwendige Vertrauen in der Bevölkerung und schwächt die demokratischen Institutionen. Daher darf dies sich so in dieser Art, liebe Kolleginnen und Kollegen, nicht wiederholen. Wir sehen jeden Tag, welche dramatischen Folgen die Pandemie für uns alle hat. Und daher ist es richtig, neue europäische Instrumente der Zusammenarbeit im Gesundheitsbereich entschieden voranzubringen. Erstens, die Krisenvorsorge und die Krisenprävention in der EU muss verbessert werden. Dafür ist eine Stärkung und ein Ausbau des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten, ECDC, sowie der Europäischen Arzneimittelagentur EMA notwendig. Zweitens, es muss einen verbesserten Zugang zu Gesundheitsdaten und den Austausch von Informationen im europäischen Gesundheitsdatenraum geben. So können Folgeprobleme gemeinsam koordiniert gelöst werden, damit es keine Lkw-Schlangen an den Grenzen gibt und damit Berufspendler in den Grenzregionen nicht aufgehalten werden. Drittens, die Arzneimittelversorgung in der EU muss sichergestellt werden. Daher brauchen wir Herstellungsstandorte von Wirkstoffen für kritische Arzneimittel in der Europäischen Union selbst. Und viertens, die EU muss eine führende und gestaltende Position bei der Stärkung der WHO einnehmen sowie eine Vorreiterrolle in der globalen Gesundheit besetzen. Ja, die Europäische Union muss widerstandsfähiger und reaktionsfähiger werden, um auf zukünftige grenzüberschreitende Gesundheitsgefahren zielgerichteter reagieren zu können. Dies gilt nämlich nicht nur für Viren, sondern auch für antimikrobielle Resistenzen oder Bedrohungen chemischen Ursprungs. Liebe Kolleginnen und Kollegen, dies ist auch eine absolut berechtigte Erwartung der Menschen in der EU. Denn es geht um ihre Gesundheit, bei dem wir nun politisch liefern müssen. Mit der neuen EU-Behörde für Notfallvorsorge und Reaktion im Gesundheitswesen, quasi benannt nach der griechischen Geburtsgöttin Hera, soll unter anderem die Entwicklung neuer Arzneimittel auf der Grundlage der strategischen Früherkennung auch für Kinder und Jugendliche vorangebracht werden. Dies begrüße ich sehr. Ebenso hat sie die Aufgabe, die Bereitstellung von Medikamenten und medizinischen Geräten zu sichern, sowie die Produktionskapazität von Impfstoffen zu überwachen. EU-weit sind erst 54 Millionen Impfdosen verabreicht worden. Aufgrund des Mangels werden nun selbst Exportverbote diskutiert, weil Exportkontrollmechanismen so nicht in dem Maße genügend wirksam sind bzw. eingesetzt werden. Dies unterstreicht die Notwendigkeit eines gemeinsamen europäischen und globalen Handelns in der Pandemie. Impfstoffe müssen allen Menschen weltweit zur Verfügung gestellt werden. Sie dürfen nicht als Luxusgut angesehen werden. Daher ist die Frage berechtigt, ob die Produktion und der Verkauf von Impfstoffen ausschließlich nur der Privatwirtschaft überlassen werden sollte. Denn gerade den Kampf gegen die Pandemie gewinnen wir in einer globalisierten Welt nicht national. Frau Bundeskanzlerin, bitte setzen Sie sich daher im Rat mit voller Kraft wie ein Tanker dafür ein, dass die richtigen europäischen Lehren aus der Pandemie gezogen werden. Denn und mit vielen Schnellbooten bitte auch. Denn es ist genau jetzt die Zeit für eine vertiefte EU-Gesundheitsunion, die die Bürgerinnen und Bürger Europas effektiv schützt und neues Vertrauen in die Politik schafft. Herzlichen Dank.
Nezahat Baradari aus der SPD-Fraktion fordert die Kanzlerin auf, wie ein Tanker sich dafür einzusetzen, dass es in Europa vorangeht, auch im Hinblick auf Medikamente und medizinisches Gerät. Und ich weiß nicht, ob Sie haben verstehen können, was die Kanzlerin daraufhin gesagt hat. Sie hat nämlich rüber gesagt zur Rednerin, besser als ein Panzer. Und wir schauen auf den vorletzten Redner in dieser Debatte. Heribert Hürth ist in der Unionsfraktion und er ist Vorsitzender des Unterausschusses Europarecht. Viel gehört, was bei dem Europäischen Rat besprochen werden soll. Aber es gibt einen Punkt, der noch kaum angesprochen wurde, das ist die Digitalisierung. Und das ist ein gutes Zeichen, weil das in einer gewissen Weise auch die Rückkehr zur Normalität ist. Und deshalb möchte ich einige der Punkte, die hier beim Europäischen Rat besprochen werden und besprochen werden sollten, ansprechen. Es soll gehen um die Datenökonomie. Datenökonomie ist die Frage, wer hat eigentlich das Eigentum an den Daten, die wir alle jeden Tag auch hier produzieren. Wir haben gerade auf europäischer Ebene, wir haben es gerade gehört, der Tanker Europa hat die Datenschutzgrundverordnung produziert, die durchaus auch Kritik ausgelöst hat. Sie ist durchaus im Ansatz richtig. Aber wir sehen, dass dieser Ansatz vielleicht einen Punkt nicht wirklich löst, nämlich die Frage, wie können wir mit den aggregierten Daten umgehen. Und da wir ja viel über das Impfen gesprochen haben, wir haben gehört, dass es in Israel schneller ging. Warum ging es da schneller? Weil dort aggregierte Gesundheitsdaten zur Verfügung standen. Und wir müssen hier die Balance neu ausrichten, wie wir an diese Daten drankommen, dass sie genutzt werden können und dass auf der anderen Seite die Persönlichkeitsrechte gewahrt werden. Ein ganz wichtiger Schritt nach vorne. Wir sehen auf der anderen Seite, dass viele Unternehmen von Daten leben, mit Daten leben, manche auch Daten missbrauchen. Und da müssen wir sehen, dass diese Unternehmen diesen Wert auch nutzen können. Daten als Wirtschaftsgüter in die Bilanz gesetzt werden können. Auch dies ein Punkt, der auf europäischer Ebene adressiert werden muss. Und wenn er nicht von dort kommt, nicht bei uns realisiert werden kann. Ein wichtiger Schritt, um die Realität des Lebens der Daten auch zu reflektieren. Ein zweiter großer Bereich ist die künstliche Intelligenz. Ohne künstliche Intelligenz läuft nichts mehr. Aber wir sehen auf der anderen Seite, die Menschen machen sich Sorge, wenn sie von automatisierten Systemen sozusagen überwacht werden, mit denen kooperieren müssen. Deshalb haben wir im Unterausschuss Europarecht über die Fragen, die sich hier stellen, schon mehrfach gesprochen. Und eine der zentralen Fragen, die sich hier stellt, ist die Haftung. Zu viel Haftung führt dazu, dass die Intelligenz nicht entwickelt wird. Zu wenig Haftung führt dazu, dass das Vertrauen nicht da ist. Hier die Balance zu finden, ist einer der Punkte, die jetzt auf dem Europäischen Rat adressiert werden müssen. Und das alles hängt mit dem zusammen, was Sie eingangs gesagt haben, mit der digitalen Souveränität, die wir anstreben müssen. Der Tanker, so will ich sagen, braucht den Kopf und der Kopf muss bei uns in Europa sein. Deshalb kostet es Geld, dieses Ziel zu erreichen. Das ist die andere Seite der Medaille. Und es muss auch nicht jeder Punkt, jeder Schritt in Europa verwirklicht werden. Wir müssen schauen, welche Punkte möglicherweise auch in Kooperation mit anderen Ländern durch Auslagerung hinzugekauft werden können. Aber eines ist ganz wichtig, die Zeit drängt. Denn wenn wir hier nicht agieren, agieren andere und die agieren sonst schneller. Und damit bin ich sozusagen bei einer Seitenbaustelle, die auch angesprochen werden wird auf dem Europäischen Rat, nämlich bei der Kapitalmarktunion. Ein Thema, was durch die Fragen der Pandemie ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Wir haben hier eine deutsche Diskussion über EDIS, das Einlagensicherungssystem. Ja, und es ist richtig, dass wir sagen, wir wollen dieses Einlagensicherungssystem nur weiterentwickeln. Die Risikoteilung, die da in Grenzen möglicherweise mit verbunden ist, wenn wir erst die Risiken reduzieren. Dabei bleiben wir auch. Aber wir sehen auf der anderen Seite auch, dass die Risiken gestiegen sind, dass die Schulden gestiegen sind, durch die Pandemie unvermeidbar gestiegen sind. Und deshalb brauchen wir weitere Antworten auch auf europäischer Ebene, wie wir mit diesen gestiegenen Schulden umgehen. Und der wichtigste Punkt ist, wir brauchen Instrumente der Eigenkapitalaufbringung. Die Menschen müssen investieren in die neuen Projekte, die sich nach der Krise auch wieder stellen, die wieder zur Verfügung stehen, damit der neue Mut auch aufgegriffen werden kann. Wir müssen kleine und mittelständische Unternehmen stärker unter die Arme greifen. Und wir haben gerade vor wenigen Wochen hier umgesetzt die europäische Restrukturierungsrichtlinie. Das war eine Schönwetterrichtlinie, die für die Restrukturierung großer Unternehmen vorgesehen war.
Und wir haben gemerkt, für die kleinen und mittelständischen Unternehmen fehlt da einiges. Da müssen wir nachbessern, wie wir das in der deutsch-französischen Parlamentarischen Versammlung auch schon gesagt haben. Da ist viel zu tun, viele Möglichkeiten jenseits des Schuldenmachens, wie das manche als die einzige Lösung ansehen. Und ein letzter Punkt. Die Europäische Kommission hat in den letzten Tagen ganz deutlich gesagt gegenüber China, wie dort mit den Uiguren umgegangen wird, das geht nicht. Sie hat Sanktionen verhängt. Ein ganz wichtiges außenpolitisches Signal. Und ich würde mir wünschen, wenn vom Europäischen Rat dasselbe Signal auch ausginge. Vielen Dank. Herbert Hirte war das nochmal aus der Unionsfraktion. Und auch der letzte Redner kommt aus der Unionsfraktion. Philipp Amthor erwarten wir am Rednerpult. Mitglied im Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union. Und demzufolge sollten wir auch in diesem letzten Redebeitrag in der Aussprache zur Regierungserklärung der Bundeskanzlerin noch ein paar europapolitische Aspekte hören. Und dann sind wir mit dieser Aussprache auch durch. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Bundeskanzlerin, zum Ende dieser Debatte kann man feststellen, ja, sie war insgesamt weniger geprägt, gerade im ersten Teil, von der notwendigen Vorausschau auf den bevorstehenden EU-Gipfel, sondern natürlich etwas mehr auch von einer Nachlese der Ministerpräsidentenkonferenz. Und ich glaube, wir können heute feststellen, das war auch richtig so. Denn der Unmut über die Ergebnisse der Ministerpräsidentenkonferenz vom Montag war groß im Parlament, im Land. Viele, auch ich, haben das natürlich auch in ihren Wahlkreisen gespürt. Deshalb war es aber umso richtiger, und das möchte ich zum Schluss dieser Debatte auch noch einmal ausdrücklich anerkennen, dass die Bundeskanzlerin einen Fehler erkannt, ihn eingestanden und abgestellt hat, dass wir heute darüber so offen debattiert haben. Und das verdient unseren Respekt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Bevor wir den Blick aber auf die Ministerpräsidentenkonferenz zum Abschluss noch einmal werfen, möchte ich auch noch einmal auf den bevorstehenden EU-Gipfel eingehen. Denn die Regierungserklärung heute diente natürlich nicht, wie es mancher Kollege genutzt hat, jetzt einer Generalabrechnung mit der Corona-Politik, sondern sie dient vor allem dem Umstand, dass wir unserer Verantwortung und unserer parlamentarischen Kontrolle in EU-Angelegenheiten nachkommen können. Und dafür ist natürlich entscheidend, dass große wegweisende Entscheidungen für die Europäische Union beim Gipfel anstehen. Und ich möchte ausdrücklich auch zum Abschluss noch einmal zurückweisen. Wenn jetzt aus Reihen der AfD mit Blick auf das Programm Next Generation EU die Rede von einer Schuldenunion ist, dann zeigt das nur, wie Sie vor parlamentarischer Verantwortung kapitulieren. Denn wir haben hier im Parlament dafür gesorgt, dass genau das nicht eintreten wird, sondern Zukunftsfähigkeit, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und es geht beim EU-Gipfel natürlich um die Bewältigung der Pandemielage in Europa und auch um das Zurückgewinnen von verloren gegangenem Vertrauen. Wir haben, und das wurde heute natürlich vielfach diskutiert, natürlich auch Kritik geübt an der Impfstoffbeschaffung auf der EU-Ebene. Aber umso mehr ist jetzt doch die Zeit der Verantwortung, das auch zu kompensieren. Und dafür gibt es Chancen, indem wir zum Beispiel über den knappen Impfstoff, den wir jetzt haben, darüber reden, dass der dann auch mit Exportbeschränkungen in der Europäischen Union verbleibt, oder dass wir die Chance nutzen, mit Präsident Biden darüber zu reden, wie mit den USA eine Lösung gefunden werden kann. Und auch das ist eine konkrete Erwartung an den EU-Gipfel, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und es wird darum gehen, dass wir uns auch auf den Weg machen in Diskussionen natürlich über den digitalen EU-Impfpass. Denn klar ist für uns, Öffnungen des Gewerbes, Öffnungen der Hotellerie, Reisen, die wir alle wieder erleben wollen in Zukunft, das wird es eben nicht nur und soll es nicht nur mit regionalen Insellösungen geben, sondern möglichst unionsweit in einem Mehrebenensystem. Und dafür brauchen wir gemeinsame Lösungen und einen fairen Umgang miteinander in der EU, aber auch in unserem Land, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und dieser faire Umgang, das leitet über abschließend noch einmal zu einigen Überlegungen, auch mit Blick auf die Debatte der Ministerpräsidentenkonferenz. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Bundeskanzlerin hat sich ja dazu geäußert und hat, was ich schon anerkannt habe, Verantwortung übernommen für eine Entscheidung, die eben nicht nur ihre Entscheidung war. Für eine Entscheidung, die ein einstimmiger Beschluss war, für eine Entscheidung, die auch parteiübergreifend getroffen wurde.
Armin Laschet, Markus Söder, andere mehr haben darauf hingewiesen, haben richtig darauf hingewiesen. Aber, und das ärgert mich, nicht jeder hatte die Größe dazu, sondern manche sind im Wahlkampfmodus verhaftet geblieben. Und Herr Mützenich, Sie beziehe ich ausdrücklich nicht mit ein, aber Malu Dreyer meinte noch gestern zu verkünden, die Kanzlerin sei selbst schuld und auch Manuela Schwesig ist wieder Großmeisterin im schwarzen Peterspiel. Und ich sage, eines geht nicht, immer am Verhandlungstisch sitzen und dann darüber zu reden, die EU, der Bund sei schuld, aber man selbst trägt keine Verantwortung. Das kann doch nicht richtig sein, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Pandemie ist kein alleiniges Problem des Bundes, sie ist kein alleiniges Problem von CDU, CSU und nicht wir, nicht andere Parteien, sondern das Virus ist der Gegner und auch das muss eine klare Aussage dieser Debatte heute sein. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Menschen erwarten jetzt Perspektiven, sie erwarten, darauf hat Ralf Brinkhaus hingewiesen, einen funktionierenden Staat, sie wollen Kreativität und Mut. Und genau das werden wir hier im Parlament gemeinsam mit der Exekutive auch auf den Weg bringen. Allen Verhandlern jetzt beim EU-Gipfel und für die Bestimmungen, für die Abstimmungen in der Bund-Länder-Ebene alles Gute. Wir haben das Vertrauen, dass wir dieser Pandemie nicht mit Angst, sondern mit Lösungen begegnen. Und auch das ist ein Signal der heutigen Debatte, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlichen Dank. Philipp Amthor aus der Unionsfraktion, letzter Redner in der Aussprache zur Regierungserklärung, hat sich noch mal geäußert zum EU-Rat, auch zur Corona-Politik der Bundesregierung. Ganz unabhängig davon, einer der MdB, durch deren, na sagen wir mal, grenzwertiges Agieren die Debatte über Transparenzregeln Fahrt aufgenommen hat. Das war ja bei ihm schon im vergangenen Sommer der Fall. Wir gucken auf den nächsten Tag.